Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Fly the Community hier live auf Twitch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr zuschaut. Oh, verdammt, dieser blöde Chat. Warum ist der nicht richtig so, wie er sein soll? Ist ja wieder unglaublich hier. So, da müssen wir noch dran arbeiten hier. Immer irgendwelche Kleinigkeiten, die am Anfang noch ein bisschen spinnen. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das irgendwie organisiert. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr zuschaut. Ja, es geht wieder in die Luft. Wir starten heute wieder durch und dieses Mal geht's von Cincinnati nach Pittsburgh. Wir sind ja nach wie vor dabei, uns so nach und nach uns durch die Vereinigten Staaten zu arbeiten. Bundesstaat für Bundesstaat. Und ja, diesmal sind wir halt eben von Ohio aus unterwegs nach Pennsylvania. Also wir können wieder so nach und nach ein paar Bundesstaaten auf unserer Liste abhaken. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern da ist wieder mein wunderbares Streamteam oben in der Ecke dabei. Die schalte ich jetzt gleich mal dazu. Und dann sage ich doch an dieser Stelle mal wunderschönen guten Abend in die Runde. Juhu! Ich ja, liebe diese Euphorie jedes Mal. Das ist so energiegeladen. Das ist so richtig gut. Grüß euch, ihr beiden. Schön, dass ihr dabei seid. So, hi, hi. Wer ist denn alles im Chat schon bei? Gucken wir da doch auch nochmal an dieser Stelle nach. Die Sally hat sich gemeldet. Ja, genau. Erste. Genau so sieht's aus. Chip Dasher, alles da. Das Vampirchen ist da. Hallihallo an Lallis. Schön, wunderbar. Schön, dass du da bist. Miska hat sich auch gemeldet. Nabend, genau. Aftershow. Moin, moin zusammen. Genau so sieht es aus. Grüß euch. Schön, dass ihr euch schon so nach und nach eingeloggt habt. Ich merke hier schon, hier die ersten Plätze, das geht hier alles wieder weg wie warme Semmel. Mirko ist schon ganz fleißig hier wieder am Protokollieren, dann einloggen, dass wir hier alle unterkriegen. Sehr gut. Ich mache die Musik mal ein kleines bisschen leiser vielleicht, damit wir uns ein bisschen besser verstehen können und ich nicht so schreien muss. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise sein sollte im Stream, lasst es mich einfach wissen, dann kann ich da noch ein bisschen was regulieren, aber ansonsten denke ich mal, werden wir das Ganze hier schon ganz gut geschaukelt kriegen. Rolling ist auch da. Grüße dich. Guten Abend zusammen. Ja, sehr schön. Klasse, klasse, klasse. Heute geht's wieder auf Tour. Also, wir können ja mal nachgucken, wie das Ganze aussieht. Ich schalte jetzt mal hier eben gerade mal unsere schöne Fly the Community Map auf und dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Das ist unser Schaffenswerk der letzten Wochen und der letzten Monate, was wir schon so alles unternommen haben. Und ja, es sind schon ein paar Meilen zusammengekommen. Das Ganze ging ja mal ursprünglich los in Deutschland. Von dort aus ging es hier in so einer kleinen Schnecke hier rund um Deutschland. Und da haben wir die Community so nach und nach damals eingesammelt. Und dann ging es rüber, über Frankreich, dann über den Ärmelkanal. Dann haben wir uns England angeschaut, Island angeschaut, sind dann hoch nach Schottland mit allem, was so dazugehört und dann ging es rüber nach Skandinavien. Auch so ein bisschen so im umgedrehten Hufeisen, so ein bisschen zickzack geflogen. Dann ging es ganz weit als nächstes hoch in den Norden nach Spitzbergen und dann mitunter einer unserer längsten Flüge war dann von Spitzbergen runter nach Island. Es war eine Menge Wasser, eine ganze Menge Wasser, was wir sehen konnten. Also von daher, ja. Interessanter wurde es dann in Island selbst. Dort haben wir dann ein bisschen so unsere Vulkantour gemacht. Also einmal hier so im Bogen sämtliche großen und nennenswerte Vulkane dann gesucht, soweit wir sie finden konnten. Aber war ein ganz schöner Ausflug, hat Spaß gemacht. Und dann ging es rüber nach Grönland. Ne? Nochmal ein längerer Flug gewesen bis rüber über den großen langen Eispanzer, den wir da gesehen haben. Und dann ging es rüber nach Neufundland und Labrador. Und schließlich, last but not least, über Kanada dann rein in die Vereinigten Staaten und da treiben wir zurzeit unser Unwesen. Wir haben ja bei Detroit angefangen, dann ging es über Milwaukee, Chicago, St. Louis, Indianapolis und dann schließlich Cincinnati. Und ja, da geht es dann heute weiter. So sieht unsere Tour aus, die wir heute planen. Cincinnati über Columbus, dann haben wir Cleveland mit am Start und dann schließlich Pittsburgh. Und diese kleinen Punkte, die ihr hier seht, das sind unsere Points of Interest. Die werden wir nachher natürlich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und der Mirko hat sich schon Gedanken gemacht, was es alles Nennenswertes so auf unserem Flug alles zu erzählen gibt. Und was wir weniger alles angucken werden. Ne? So sieht's aus. Reisepass, der ist leider abgelaufen. Macht nichts, wir sind hier Experten, was das angeht. Auch da hat der Mirko sicherlich eine Lösung für parat, oder? Du hast doch bestimmt noch in deiner Schublade irgendwo, in deinem kleinen Wickelchen irgendwie eine Schublade, die nicht so offiziell ist für Notfälle, oder? Ja, siehst du, sowas müssen wir auch noch einbauen. Neuer,
Mirko hat neuer alles unter Bird Service. Genau. Da müssen wir noch überlegen, was wir da für Punkte nehmen dann aber für. Okay. Ja, Sally, wie sieht das aus? Fliegst du wieder parallel mit heute oder wie machen wir das heute? Wahrscheinlich, ne? Oder bist du heute nur im Chat dabei, beziehungsweise via Voice? Hallo? Adan Sally? Wo ist Sally gerade nicht da? Anscheinend ist sie gerade verloren gegangen. Ich höre sie zumindest gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Ist sie vielleicht gerade unterwegs? Naja, gut, okay. Also, unsere Maschine steht schon hier am Flughafen von Cincinnati. Startbereit soweit. Jetzt werden wir gleich hier die Maschine mal anwerfen und in Betrieb nehmen, damit wir dann eben wieder durchstarten können. Das heißt, wir gehen jetzt hier. Wir haben gerade wieder das Telefon geklingelt. Und das übliche Problem. Das die Leute wollten mal dann was von einem, aber keine Dienstag. Zeit hat. Ne? Jeden Dienstag bin ich nicht verfügbar und die Leute rufen trotzdem an, um mir zu sagen, boah, der Hund, der musste so dringend pinkeln, der hat so viel gesuppelt, wo ich so denke, ja, danke für die Info, dafür rufst du jetzt an. Ja, naja, ist halt wichtig. Ja, aber jetzt hast du auch die Information, ist vielleicht gar nicht mal so unwichtig, ne? Ja, das Gute an der Sache ist, ich hatte es mir ja schon denken können, weil ich vorhin gesehen habe, wie oft ich den Wassernapf auffüllen musste, weil der Hund so einen Durst hatte. Da konnte ich mir das eins und eins schon zusammenzählen, was da kommt. Ah, je. Deswegen war das eigentlich eine unnötige Situation. Ja, aber naja, ist wie es ist. Nani, sag jetzt mal, was hast du denn gemacht? Ich komme kaum, oder komme ich denn überhaupt noch durch den Bodyscanner, habe jetzt noch einen halben Baumarkt im Bein? Was? Warum denn sowas? Was machst du denn für Sachen? Haben wir irgendwas verpasst? Ach, wenn es klingelt, reagieren wir auch nicht. Verdammt, geh mal hier. Wie war das? Wenn es Edelstahl ist, geht's oder so? Dann bietet ja, das ungefähr. Nicht. Also das erinnert, das müsste ja, also wenn Frank da wäre, die müsste das ja voll erinnern an unseren Flug nach Paris, wo ich jedes Mal kontrolliert wurde. Ja. Weil immer irgendwie die Bodyscanner da gebimmelt haben, diese Metalldetektoren auch angeschlagen haben bei mir, also ich wurde jedes Mal. Ne, sowohl in Hannover, wie auch in Paris, wie auch in Disneyland. Überall, ich kam nie durch so einen Scanner mal so durch. Doch einmal, als der Bombenalarm war. Und das hat mich super. Total gewundert. Da war es einfach nur egal. Hast du eine Ablenkung gesorgt, oder was soll das heißen? Ja. Aber das ist echt auch nie, das Ding hat immer gepiept. Mann. Damals. Die haben sich schon lustig gemacht, Frank und Amon. Ja, aus Gründen. So, okay. Also, so, dann. Das sieht soweit alles ganz nice aus, was wir hier haben. Laufen, das ist schon mal das Gute. Dann sollten wir vielleicht auch unsere Generatoren starten, damit wir dann auch dementsprechend hier die Leistung haben, die wir brauchen. Weil wir sehen nämlich schon hier, die Batterieanzeige kommt jetzt schon. Die müssen wir natürlich einschalten, weil ansonsten haben wir das Problem, dass unsere Maschine gleich wieder von alleine irgendwann ausgeht. Und das wollen wir ja nicht, denn das ist nämlich der Haken an der Beechcraft hier. Da müssen wir nämlich darauf achten, dass wir da nicht versehentlich, weil wir die Starter anlassen oder sowas hier, dass nicht dadurch unsere Maschine dann ausgeht. Und dann hängen wir wieder da wie so ein Ochse vorm Scheunentor. Aber das sollte jetzt soweit funktionieren. Ausgehen. Aber outs geht, finde ich auch sehr knuffig. Outs geht? Tanks nur halb voll. Momentan sind sie halb voll. Wir können aber, lieber Finfan, wir können aber die Gelegenheit nutzen und einfach mal an der Stelle voll tanken, dass uns auch garantiert nichts schief geht. Und weil wir heute eigentlich eine relativ übersichtliche Entfernung haben. Mirko, hast du das gerade parat? Wie viele Meilen haben wir denn heute vor uns? Roundabout, glaube ich, Meilen waren es 330 heute. Okay. 330? 330, so roundabout, also 332 Meilen. 500 noch irgendwas Kilometer. Ja. Also bei mir steht jetzt hier 297, aber wir werden ja noch die eine oder andere Schleife fliegen, von daher kommt da das schon ungefähr. Ja, die hat die Drohne. Ich habe das jetzt grob nur so. Oh, Finn! Finn resubscribed! 9. Monat! Grüße dich und vielen lieben Dank, liebe Finn, an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Grüße mal alle an dieser Stelle für Finn hier im Stream. Grüße dich! Liebling, schau mal, das Steam-Baby ist halt da. Was ist das für ein Steam-Baby? Was? Hab ich irgendwas verpasst? 9 Monate!
Ach so. Funktioniert schon neun Monate. Ah, dann können wir schon mal Heißwasser holen. Neun Monate, ja. Sehr schön. Aber wir sind gleich dabei. Und ich habe so im ersten Moment, habe ich gedacht, was habe ich wieder verpasst? Habe ich irgendwas wieder nicht mitgekriegt? Sekunde mal, was ist los? Ne? Und Bienchen und Blümchen. Ja. Habe ich schon mal von gehört. Ich habe ein Bilderbuch dafür, weißt du? So, jetzt legen wir erstmal hier los und werden erstmal unseren Flugplan eingeben. Pass auf, das geht aber auch relativ fix, weil wir sind ja eigentlich auf einer kurzen Strecke unterwegs. Wir fliegen in Cincinnati los. Das ist KCVG. Also, KCVG. Das ist unser Startpunkt. Aftershow Music hat auch gleich nochmal hinterher gemacht. Resubscribe, zweiter Monat dafür. Vielen lieben Dank dazu. So, pass auf, wo war ich denn jetzt hier? Jetzt haben wir unseren Zielpunkt. Unseren Startpunkt. Den Zielpunkt geben wir jetzt auch ein. Das ist Pittsburgh. Der fängt hier an mit K. Pitt. P-I-T. So. Genau. Auch gemacht. So, und jetzt brauchen wir natürlich, damit wir von A nach B kommen, sind wir natürlich noch mit ein paar Wegpunkten besetzt. Und das ist APE in dem Fall. Relativ klein. Obere. Und anschließend haben wir noch einen. Zack. Der heißt Ozzy. Mit Doppel-Z und Doppel-Y. O-Z-Z-Y. So. Und auf den Thomasen. So, das sollte es gewesen sein. Jetzt gucken wir mal nach, ob das hier alles so richtig aussieht. Ja, das gefällt mir aber. Passt. Sehr schön. Okay, na dann würde ich mal fragen, wie es aussieht. Ja, frag mal nach. Ich begrüße erstmal. So. Einmal Richtung, wo wollen wir denn hin? Richtung, na, fliegen wir mal von Osten. Cincinnati Ground Beach. Mal gucken, was sie sagen. Der schönste Lied. Oh, Pilot? Nee, da muss ich ja wieder komplett alleine arbeiten. Und John legt nur die Füße hoch. Das, was am besten geht. Manchmal ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dem Piloten zu sagen, komm her, lehn dich zurück, lass es dir gut gehen, während andere das Wichtige übernehmen. Dann ist es aber kein Pilot mehr. Ja, wieso? Der Kapitän, der lässt ja auch andere am Ruder steuern. Der hat ja seinen Steuermann für sowas. So, okay. Werden wir geschoben? Ja. Wir könnten uns schieben lassen. Wenn du willst, dann lassen wir uns schieben. Pass mal auf. Ja, weiß ich nicht. Lassen wir uns mal schieben. Wer sein Flugzeug liebt, der lässt schieben. Wer sein Flugzeug liebt, der schiebt. Genau. Marius hat ja in der Zwischenzeit einen Glückskeks eingelöst. Komm her, dann machen wir das doch mal. Noch wir nicht. Gucken mal nach. Ja, gut. Das betrifft den Kapitän, das betrifft mich hier. So. Hier, einmal aufmachen. In der Zwischenzeit werden wir hier Miska, zum Cockpit angelockt. Wir haben noch keine Flughöhe erreicht. So. Ja, stimmt. Ach, Cocktail. Richtig. Miska, später. Cocktails kommen dann auch gleich noch. Sobald man müsste davon ausgehen, dass wir euch doch langsam schon dahingehend erzogen haben, dass die Bordküche erst bei Erreichen der Flughöhe. Alex, subscribe für die liebe Mary. Herzlichen Dank dafür. Und, wie heißt er? Hype Train ist am Start. Fast. Oh, 94% sind wir schon dabei. Vielleicht schaffen wir tatsächlich Level 1 in Hype Train. So, wir gucken mal nach. Vielleicht sollte ich auch mal die Bremse lösen, dann kann der gute Mann hier ein bisschen besser. Push back, jawohl, los. So, ja, genau. Ich hab's auch gerade gelesen. So, für Sabrina Show. Und 100%. Damit haben wir 100%. Dankeschön dafür. Und Finn macht ganz noch weiter. Wir haben Level 1 geschafft. Oh mein Gott, Leutchen. Danke, Finn. Ich sag auch gut an dir. Danke. Ganz toll. Und Vincent nochmal nach. Und hat jetzt 60 meine Abos insgesamt schon verschenkt. Gratulation an dieser was? Stelle für das Jubiläum. Ja, nicht Jubiläum, aber 60 Stück an dieser Stelle. Wow, so schnell kann es gehen. Und sind wir schon bei Level 2 zu 78%. Und wir sind noch nicht weit in der Luft. Wir sind noch am Boden. Die größte Strecke, die wir jetzt bisher zurückgelegt haben, sind vielleicht gerade mal so 7 bis 8 Meter. Und wir warten noch darauf. Also wir selber haben noch gar nichts getan dafür. Ein Finleum, genau. Genau so sieht's aus. Sehr schön. Und 100.
das nächste Level oder was? Gibt uns Subscribe dafür an Alex weiter. Dankeschön. Jawohl. Hype Train, Hype Train. Wir haben es aber geschafft an dieser Stelle. Halleluja, noch eins. What? Ich habe 60 Abos. Das hat sie gar nicht mitgekriegt, dass sie 60 Abos verschenkt hat. Naja. Insgesamt bist du jetzt bei 61 verschenkten Abos, Finn. Ja, insgesamt. Also. Siehst du da, vor Schreck rollt meine Maschine hier schon los. Oh, warte, ich muss ja aber auch gar nicht. So. John macht Pushback mit Parkbremse. Ja, genau. Wäre nichts Neues. Nein, wir haben den Pushback tatsächlich ordnungsgemäß durchgeführt und sind jetzt halt auf dem Weg zu unserer Startbahn. Das heißt, wir rollen uns jetzt hier einfach mal so langsam an sich hier weiter. Cool. Alex legt nochmal los und hat für Timmy's Box hat so mal ein Abo gepackt. Und jetzt leisten die beiden sich hier ein Wettrennen oder was wird das Ganze hier? Finn legt nochmal für den Römer was nach. Was zum Teufel ist denn hier jetzt auf einmal los? Hier, meine Herren, nochmal. Rolling legt auch nochmal dazu, Finn. Danke dir vielmals. Was? Verdammt, ich komme hier gar nicht hinterher. Hier fliegen so viele Sachen. Step hat es noch mit dabei, liebe Finn. Hast du auch nochmal dazugelegt. Wir sind bei Level 4, Hype Train 43%. Und die Finn legt nochmal eine nächste Schalema auf ein neues noch dazugekommen. Mein Gott, noch eins. Das ist ja der Wahnsinn. Danke, also ist jetzt mal aber hier gut, das ist ja wohl in Kardia, kriegt auch noch was von der lieben Finn. Dankeschön an dieser Stelle, ganz, ganz große Klasse. Danke, danke vielmals. Ja, was soll ich sagen, liebe Leute, wir sind bei Level 4, 43%. Vielen lieben Dank an alle, die dabei geholfen haben, an den lieben Alex, an die liebe Finn, an Aftershow Music, an alle, die noch, die ich jetzt irgendwo, habe ich noch irgendwen vergessen, ich glaube, ich hoffe, das müssen jetzt alle gewesen sein, meine Güte, noch eins, ich muss mal gucken, dass ich jetzt mit meinem Flugzeug hier die Kurve kriege, dass ich hier jetzt mal zu noch irgendwas übersehe hier. Halleluja, noch eins. Und Vampirhörnchen, dass du heute beim Eskalieren nicht mitmachen kannst, ist total in Ordnung. Alles du bist gut. Sonst immer fleißig dabei. Ja, alles vollkommen in Ordnung. Alles keine Ordnung. Panik, alles super, alles lieb, alles nett. Schön, dafür dass ihr sind jedenfalls Alex dabei und Finn seid. Für jetzt aber. Richtig, genau. Sie schalten genau. Ihre Hände an, schneiden sich an. Der rollt hier schon irgendwie fröhlich vor sich hin. Und wie gesagt, ne, Abos und Bits und Bytes und alles, was dazugehört, das ist sozusagen das Tüpfelchen auf dem i, aber kein Muss. Das heißt also, Hauptsache, wir sind alle hier, wir haben alle Spaß und haben eine gemeinsame schöne Zeit. Und jetzt versuche ich mal irgendwie meinen Weg hier auf die Startbahn zu kriegen. Weil irgendwie bei diesem ganzen Durcheinander hier jetzt eben habe ich jetzt gar nicht weiter drauf achten können, wo ich denn jetzt langrollen muss. Aber wir folgen jetzt einfach mal diesen kleinen blauen Hilfsfallen hier. Das gibt uns natürlich noch ein bisschen nach. Alex, also jetzt ist aber mal, ist ja unglaublich hier. Zetoki kriegt ein Abo gespendiert. Vielen lieben Dank, lieber Alex, dafür. Nochmal insgesamt 24 Abos dabei gewesen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Wie es das jetzt auch klingt, aber ich glaube, so langsam reicht es mit dem Eskalieren, weil sonst heben wir nicht mehr ab. Weil ja, ich muss mich mal hier einmal schwimmen. Wir sind überhaupt nicht mehr klar. Wir sind jetzt hier. Insgesamt Level 4 haben wir geschafft, 2,5 Minuten, 65%. Vielen lieben Dank dafür, ganz, ganz, ganz große Klasse. So, wir sind an unserer Startbahn. Das heißt, ich werde jetzt mal eben dem Tower Bescheid sagen, dass wir doch bitte unsere Starterlaubnis bekommen. Und dann will ich mal fragen, wie es denn so aussieht. So. Und Alex macht einfach weiter. Es ist unglaublich, er hat auch 25 verschenkte Abos aufgerundet. Dann Jubiläum auch für den Alex nochmal an dieser Stelle. Jetzt haben wir tatsächlich nochmal nur zwei Jubiläum hier in einem Stream. Ist ja der Wahnsinn. Meine Herren, noch eins. Ihr macht einen fertig, das ist ja unglaublich. Pass auf. Jetzt roll ich darauf erstmal Glückskeks, John. Jetzt roll ich dir, ja genau, ich will ja den Glückskeks hier lange machen. Pass auf den. So, wer war denn das überhaupt mit dem Glückskeks? Das war Marius, ne? Das war ja Marius. Warte, ich guck mal. Ich meine, Marius hat vorhin am Anfang der Dings. Ja, Marius hatte Glückskeks. So, also. Ich dachte, den hattest du schon. Ja. Nein, ich kam ja nicht dazu, aber ich kann jetzt noch vorlesen. Lieber Marius, hier steht drauf: Schaman, Sie verstehen es. Ihre Wünsche durchzusetzen. Wieso falsche Richtung? Der Pfeil sagt, du musst hinter dich. Nein, der sagt nur, ich muss hier an den Anfang. Aber ganz bis zum Anfang geht doch nicht schnell. Wie sollen wir denn das machen? Was war denn das jetzt schon wieder? Habe ich wieder irgendwas verpasst?
Kid hat nochmal Simply Frozen hinterhergeschoben. Oh mein Gott, 67 Abos jetzt an der und Level 4, Stufe 4 jetzt insgesamt abgeschlossen. Dankeschön, liebe Leute. Ich brauche hier eindeutig mehr Buttons in dieser Richtung. Meine Herren, noch eins. Ihr macht mich hier verrückt, hier. Das ist ja der Wahnsinn. Also, alle Beteiligten, die dabei geholfen haben, vielen, vielen lieben Dank. Und ich denke mal, beflügelt von der ganzen Sache wird diese Maschine jetzt garantiert dadurch noch leichter abheben, als sie es ohnehin schon tun wird. So. Alex, gleich. Alex hat auch noch einen Glückskeks. Pass auf, wir starten jetzt erstmal mit der Maschine in die Luft und dann anschließend geht es dann in den vollen. Erstmal vielen lieben Dank, lieber Marius, für den Glückskeks. So, und ich stecke mir jetzt hier diesen Keks hier in den Mund und wir starten einfach erstmal. Okay, auf geht's. Meine Herren, ich habe noch gar keine Zeit gehabt, irgendwas einzustellen. Aber wir machen das jetzt einfach mal so aus dem Stegreif heraus. So, dann gehen wir mal Gas hier. Und dann hoffen wir mal, dass wir heile ankommen werden. Ja, ich glaub's auch, Alex. Gleich bin ich im Bett, ja. Das stimmt. So, ja, ich denke mal, Alex wird wieder früh raus müssen, deswegen. Ja, aber ich. Wenn wir nicht lange starten, dann bring ich das auch. So, wir schaffen das gleich. 90 Sachen haben wir schon. Oh, ich bin jetzt endlich mal bei mir. Das ist ja super. Dann ziehen wir mal gar. Immer nur in der First Class. Das kommt nochmal zu mir. Oh. Ob wir schon dürfen und jawohl. Maschine ist vollgetankt, man merkt es. Maschine Na, ist Finn, bei uns ist das Jonathan, sind wir ohne Kappen gestartet. Ja, aber das macht nichts. John, das sind die ganzen Abos, die wiegen so schwer auf deinen Schultern. Ja, das sind die ganzen Abos, genau an denen wird es liegen. Das wird es sein hier tatsächlich. So, wir sind auf jeden Fall wieder in der Luft. Und ich werde jetzt gleich erst einmal. Ja, natürlich, das machen wir doch alles. Hier, komm her. Ansonsten, Finn, wenn du keinen Platz mehr findest, kannst du bei mir auf dem Schoß. Nein, nein, warte. Ich sitze ganz vorne mit, ich habe die gute Aussicht. Ja, aber bei mir kriegt sie hier den guten Stoff. Kostenlos. So, mal gucken, dass wir hier die passende. Was sehen wir denn hier? Also, die wollen wir ja, Finn, dann such dir mal was aus. Beides gibt's nicht. So. Ja, wieso? Man kann die Getränke auch auf deinen Schoß trinken. Nein, beides gibt's nicht. Gut, alles klar. Ich mach dann mal die Tür zu. What? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, damit Finn jetzt nicht sagt, ich setz mich doch vorne mit hin und trink nebenbei meinen Cocktail oder so. Den Gratis-Cocktail. I see. Weil sie hat sich dazu entschlossen, bei dem warmen Wetter lieber die Gratis-Cocktail, die Gratis-Getränke von Mirko anzunehmen. Okay. Statt mit vorne zu sitzen und die Aussicht zu genießen bei dem Flug. So, jetzt müssen wir noch hier unseren Jaw-Dämper aktivieren und dann sollte eigentlich alles so ziemlich auf wunderbarem Wege gehen. Achso, vielleicht sollte ich natürlich auch hier noch auf die richtige. Ach ja, Aftershow Music hatte auch einen Glückskeks. Also die beiden müssen wir noch einlösen. Alex die und machen wir sofort alle. Ne? So, okay, wir gehen in unsere Kurve rein. Also fangen wir doch mal mit was fangen wir denn an? So. Fangen wir erstmal damit an hier. So. Okay. Jetzt müssen wir nochmal eben hier so ein bisschen die richtige Höhe einstellen und dann sind wir eigentlich soweit wunderbar am Start. Ein bisschen höher können wir noch gehen. So. Und dann gehen wir noch ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen Vertical Speed hoch. So. Dann sollte das gleich laufen. So, wir gehen inzwischen auf Kurs. Wir gehen mal auf die Außenansicht, damit wir ein bisschen besser gucken können. Und ja, das sieht soweit okay aus. So, und jetzt kümmern wir uns gleich darum. Was haben wir gehabt? Wir haben einen zweiten Glückskeks gehabt. Ne? Wen arbeite ich denn jetzt? Drei sogar inzwischen schon. Also insgesamt. Marius hat einen ausgelöst, Alex hat einen ausgelöst und Afterthought Music jetzt inzwischen auch. Ich musste eben nur ganz kurz die Maschine einrichten und ausrichten. Das haben wir jetzt soweit hingekriegt. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, jawohl, der Board-Service ist jetzt auch geil vorbereitet. Ja, aber das ist nur für hinten für uns. Also so, sehr schön. Hype Train Erfolg Level 4. Vielen lieben Dank dafür. Super solider Support. Auf jeden Fall.
Ganz große Klasse. Was ich jetzt auch wieder aktivieren werde, ihr kennt das ganze Prozedere. Ganz viele Leute haben ja jetzt diese Funktion ganz neu dazu bekommen. Ab jetzt könnt ihr wieder die Außenkameras bedienen. Jetzt sind sie wieder freigeschaltet. Wir sind auf Kurs, wir sind auf Weg und dementsprechend könnt ihr euch jetzt wieder mit dem Ausrufezeichen Kamera 1 bis Kamera 10 die Funktion freischalten und praktisch in die Außenansichten gehen, je nachdem, was ihr gerne haben möchtet. Und jetzt werde ich mich hier erstmal darum kümmern, dass wir so ein paar Glückskekse knabbern. Wer war da jetzt alles der Nächste? Der zweite Glückskeks ging von... Alex aus. Okay, Alex, dann gucken wir mal nach, was wir hier für einen haben. Ja, genau, so funktioniert das Ganze. Kamera Nummer 9, richtig. So, okay, ihr müsst so ein bisschen Regie machen hier an dieser Stelle, das ist sehr praktisch. Dann gucke ich mal nach, was gibt es hier Schöne. Oh, ich glaube, der Sim ist noch ein bisschen laut, oder? Kann das sein? Ich werde mal eben so ein bisschen den Sound angleichen. So, okay. Ich hoffe, jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Alles klar. So, und zwar, lieber Alex, es lohnt sich, einen flüchtigen Gedanken zu verfolgen. Das kann ich bestätigen. So mancher flüchtige Gedanke entwickelt sich zu einer richtig guten Sache. Deswegen, hier steht's drauf, es lohnt sich, einen flüchtigen Gedanken zu verfolgen. Vielen lieben Dank für den Glückskeks. Sehr schön. So, ich knabbere hier in der Zwischenzeit weiter. Und wen hatten wir? Der dritte war Aftershow, ne? Aftershow, ja. Genau. Mhm. Und Finn, ja, John hat jetzt inzwischen 250 Follower. Ein kleines Jubiläum, jawohl. Ich glaube, diesmal ist dieser Button hier richtig bald abgenutzt, wenn das so weiter ist. Den muss ich irgendwo anders drauflegen, bald. Nein, nein, nein. So. Aftershow, hier ist dein Glückskeks. Geht sogar von allein auf, wenn man einen Pfeil lässt. So, okay, wir gucken mal nach, was hier Schönes draufsteht. Oi, Aftershow. Achtung. Mache der Person neben dir ein Kompliment. Was auch immer dann kommen wird, es wird garantiert mit Glück zu tun haben. Also, mache der Person neben dir ein Kompliment. Kiek, ja genau. Yippie, yippie, yippie. Party, 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 genau. Kiek, schön, dass du da bist. Grüße dich. Hallo. Aber John, man muss ja ganz ehrlich sagen, durch Finn haben wir ja jetzt nun sehr, sehr viele Glückskekse quasi getestet. Ja, definitiv. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mehr als 20 Sprüche haben die nicht auf Lager, ne? Nee, das ist ja... Ja, tatsächlich. Wobei ich sagen muss, der hier war jetzt eben gerade neu. Aftershow, Simja, ja. Ich weiß, ich nenne euch aus Gewohnheit immer meistens bei dem Nickname, den ich eben lese. Alles gut. Kriegen wir schon hin. Aber im Zweifelsfall erinnere mich nochmal dran, weil das kann durchaus mal sein, dass ich das ein oder andere mal wieder aus diesem Kurzzeitgedächtnis nicht richtig abrufen kann. Das kommt schon mal vor. Ein großes Radler und ein und eine A? Eine A? Oder eine A? Psst, möchtest du ein A kaufen? Ah, naja. Ja, so ein A. American Pizza! Ja, natürlich. Da müssen wir mal einen Tiefflug machen. Was meinst du, ob wir hier geliefert bekommen? Ja. Einmal die Pizza. So, gucken wir uns doch mal an hier, wie das Ganze aussieht. Also. Was zur Finn, Zeit? So geht's mir auch mit Sally, mit meinem Nickname. Ich reagiere auch auf Sally. Ich werde zwar nicht von allen so genannt, was eigentlich auch ganz gut ist. Wenn man sagt, so der erlesende Kreis. Aber da reagiere ich auch auf Sally. Also das ist auch schon so drin. Zurzeit fliegen wir gerade über das Zentrum von Cincinnati. Und wie immer gilt, ihr könnt euch wieder gerne über den Infobereich unten das kleine Fensterchen abrufen. Dort habt ihr auch wieder die Positionsangabe von dem Flugzeug mit Kurs, mit allen möglichen wichtigen, relevanten Themen, die dazu zu tun hat. Oder alle Daten, die wichtig sind, welche Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und dann seid ihr auf dem Laufenden, wo wir uns denn gerade befinden. Und die erste Route oder die erste Strecke, die wir jetzt gerade angehen, das ist praktisch jetzt von Cincinnati aus Richtung Columbus. Was von der Entfernung her grob geschätzt, sagen wir mal so 150 Kilometer sein dürften. Ungefähr, jetzt ganz grob gepeilt jetzt, ne? Und da müssen wir mal schauen. Lieber Mirko, hast du zu Cincinnati noch irgendwelche interessanten Fakten, die wir vielleicht hier noch droppen können? Oder
Hatten wir das letzte Mal? Cincinnati? Ja, ich glaube, das hatten wir, ne? Also da war ja irgendwie. Weil wir befinden uns ja jetzt in Ohio. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Bundesstaat ist jetzt Ohio. Und wie ihr seht, Ohio ist wieder sehr grün. Viele Bäume, viele Wiesen, tolle Fläche. Das ist so schön grün. Mensch, gefällt mir. Aber es ist überraschend flach. Also, ne, wenn man so mal sieht, keine Berge, nichts irgendwie hier, Täler und so weiter und so fort. Sondern also, alles eine Ebene. John, ich habe dir ja Hausaufgaben mitgegeben gestern. Ja, hast du. Und ich habe noch so ein paar Sachen zu erledigen. Aber die kommen nein, noch. Weil, die kommen es, noch. Hier wünscht sich nämlich Aftershow und Nani wünschen sich ein Gin Tonic. Ich glaube nicht, dass John den schon eingebaut hat, den Gin Tonic. Ihr macht mich fertig. Aber ich probiere es mal so. Die Herausforderung bei den Sachen ist immer eine passende Grafik zu finden. Ja. Das stimmt. Wer war das noch? Arzt schon möglich. Da. Versuchen wir es nochmal darüber. Da kommt es ja noch auf die Schreibweise drauf an, wie John das eingetragen hat. Ne? Das ja. Voll und ganz. Er hat gesagt, Gin Tonic ist innen gerade. So. Aber wie immer gilt, wir haben schönes Wetter mit allem, was so dazu gehört. Und wir arbeiten ja daran. Ich meine, die Bordküche wird nach wie vor immer weiter ausgebaut und mit weiteren Sachen bestückt. Ja, da fällt mir gerade was ein. Da habe ich doch auch noch einen kleinen Spruch hier. Ah ja, die Bordküche wird ausgebaut. So. Das Mirko halt so macht, während er fliegt. Ja, also mitfliegt. Ja. Ne? Alles. Sehr gerne Fluggäste. Bitte nehmen Sie nicht nur die von den Rauch und die kleinen Flammen aus der Bordküche. Achten Sie auch nicht auf die Schreie des Bordpersonals. Alles nur eine Übung. Genießen Sie den weiteren Flug. Sally heißt nicht Sally. Boah, meine Welt ist schon am Abgrund. Nee, Sally heißt nicht Sally. Doch, eigentlich heiße ich Sally. Ja. Hätte mich ja sonst nicht so genannt, wenn ich nicht so heißen würde. Ja. Siehst du? Einfache Logik ist die beste. Ja. Okay, jetzt macht es mir noch schwerer. Ja. Warum? Ja, weiß ich nicht. Finn, oh, ich bin was? Schön, dich kennenzulernen. Ah, das ist ja wie bei den anonymen Alkoholikern. Okay, ja. Hallo. Ja, hallo. Ich bin Mirko. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Naja, ihr müsst alle sagen, hallo Mirko. Ja. Hallo Mirko. Wir haben das auf der Arbeit in letzter Zeit häufig gemacht, wenn wir Feierabend machen. Ja? Ja, dann so beim Ausstempeln, dann so, ich sag mal, weiß ich nicht, der eine geht und dann, ja, tschüss, weiß ich nicht, ne, tschüss John, Mirko geht, ne, tschüss John, tschüss Frank und die anderen dann alle zurück, tschüss Mirko, so, dann geht John zum Stempeln hin, sagt, tschüss Frank, und Frank sagt, tschüss John. Und dann kam vorhin auch nur so, oh Gott, wenn wir das jetzt jedes Mal machen, dann bürgert sich das da ein, dann läuft das nur noch so. Aua, ist lustig. Naja. Ja, das stimmt. Hä, hey, also, bei mir ist ja nicht anders. Numengano ist da. Abend, grüße dich. Bei mir auf der Arbeit ist ja nicht. Ich war jetzt hier gerade abgelenkt, weil ich versucht habe, einen Gin Tonic zu organisieren, aber
Dann funktioniert natürlich das mit den Kameras nicht. Das heißt, wartet, ich gehe natürlich wieder zurück. Hier hast du deine Kamera 5. Justa ist da. Grüße. Hallöchen. Tara auch. Wir sind heute auf dem Weg von Cincinnati nach Pittsburgh, aber nicht von A nach B, sondern wir fliegen natürlich wie einen kleinen Umweg. Wir wollen uns ja natürlich so ein bisschen Ohio anschauen, wenn wir denn schon mal in der Gegend sind. Und siehe da, Ohio ist überraschend grün, was sehr schön ist. Ja. Und zum anderen, es ist überraschend flach. Ich wusste es persönlich nicht. Ich habe mir gedacht, so hin und wieder, so ein paar Hügel müssten noch irgendwann mal vorkommen. Aber dass es so platt ist, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wir kommen aber dann bald auch wieder in Gebiete, wo wir mal den einen oder anderen Hügel oder vielleicht sogar auch den einen oder anderen Berg sehen werden. Das lass uns mal abwarten und überrascht sein. Also Ohio zum Beispiel liegt im mittleren Westen der USA. Und Ohio, der Name kommt aus der Sprache der Irokesen und bedeutet großer Fluss. Großer Fluss. Ja. Wo ist jetzt er denn? Eher auf Japanisch getippt, da heißt es wo guten Morgen. Wo ist er denn, der große Fluss? Ja, der Ohio River. Der muss auch sein. Die größten Städte in Ohio sind... Herr Columbus ist die Hauptstadt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich war ja so langweilig, naja gut. Cleveland, zumindest Cincinnati... Zumindest auf der Karte. Nee, auch so die Infos hier, ne? Ja. Cleveland, Cincinnati, jetzt Toledo. Jetzt redet der den ersten Punkt auf unserer Reise doch auch wieder so schlecht. Ist das unglaublich. Wir müssen noch mal ein Marketing-Training machen, Mirko. Ja, aber die hat, sie ist zwar eine, aber ja. Was war das, Mirko? Wie ist es, Columbo, ne? Ich meine, wenn die Stadt schon so heißt, also wissen Sie, Columbus. Eine Frage hätte ich da ja noch, ne? Nein, Columbus. Oh, Columbus, also. Genau. Ach, Columbus, deswegen. Im Namen Spaniens nehme ich dieses Land in Besitz. Hurra! Genau, das sind die... Wie sieht es denn aus mit der Religion in Ohio? Also wie sieht es eigentlich aus mit den Leuten? Das ist ja Stammung. Aha. Moko! Deutschstämmige Vorfahren. Was hätte man das auch anders erwartet, ne? Bitte einen Stadtrundflug bei Columbus machen. Jawohl, Aftershow, machen wir. Ist geplant. Das machen wir. Wir gucken uns das Ganze an. Deswegen fliegen wir auch nicht allzu hoch. Im Gegenteil, eigentlich so flach wie die Gegend hier ist, könnten wir sogar noch mal ein bisschen niedriger fliegen. Wollen wir das mal annehmen? Komm her hier. Ja. Gehen wir mal kurz rein und dann sagen wir dem Computer mal eben, er soll doch mal ein bisschen niedriger gehen, weil wir haben die Möglichkeit, also nutzen wir sie auch. Sally. Wir sind zurzeit bei 3000 Fuß und wir gehen jetzt mal, sagen wir mal, so auf 2000. Das sind so, na, was sind das? 600 Meter? Bin mir nicht ganz sicher. So. Okay. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Ob ich das hinkriege, da bin ich mir nicht sicher, aber ich gebe mir alle Mühe. Wie sind wir denn eigentlich von der Geschwindigkeit her unterwegs? So 100 Knoten sind wir unterwegs. Leistungsmäßig können wir ein bisschen mehr... Schub geben. Also wir haben ja bewusst die Strecke dieses Mal ein bisschen angepasst, weil wir aus verschiedenen Gründen an die Sache herangehen müssen. Ihr wisst das ja, wir sind ja beim letzten Stream auch wieder unterwegs gewesen und haben die Situation gehabt, dass der Sim nach einer gewissen Zeit anfängt zu ruckeln. Dass wir Frame-Einbrüche haben und so weiter und so fort. Und zurzeit bin ich auf der Spurensuche, woran das liegen könnte. Und meine Vermutung ist einfach, dass es ab einer gewissen Zeit anfängt, dass vielleicht irgendwie ein Cache-Overflow ist oder irgendwas anderes oder so. Und deswegen versuche ich, die Flugzeiten zurzeit wieder so ein bisschen zu reduzieren und herauszufinden, ob es eben daran liegt. Also deswegen sind die Strecken momentan wieder ein bisschen kürzer gefasst. Was aber nicht unbedingt schade ist, weil... wir wollen ja tatsächlich versuchen, so ein bisschen die Schönheit der Welt zu sehen. Und wir wollen ja nicht, wer weiß, wie schnell mit dem Superjet hier von A nach B pesen, sondern wir wollen uns natürlich auch ein bisschen umgucken und schauen, was es alles Feines gibt. Und wenn man sich hier mal umschaut, stellenweise haben die ja hier so richtig schöne Gegenden. Was ich noch gar nicht gesehen habe, weil ich aber auch zugegebenerweise dann noch nicht drauf weiter geachtet habe, war, ich habe noch gar keinen Golfplatz gesehen heute. Mal gucken, wann der nächste Golfplatz erstmal kommt. Naja, das sind ja, also ich weiß, keine Ahnung. Ja. Vampirhündchen kriegt einen Milchshake und einen Erdbeermilchshake und einen Schokodonut hier, ne? Wow!
Dieses kleine Leckermäulchen. Ja, 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 ja. Unglaublich. Ja. 2000 Fuß und 609 Meter. Yay! War ja gar nicht mal so verkehrt unterwegs. Also 1000 Fuß ungefähr roundabout 300 Meter und dann kann man das dementsprechend dann hochrechnen. Das heißt, zurzeit sind wir, wenn wir mit 2300 Fuß unterwegs sind und wir wollen auf die 2000 Fuß, haben wir also nur unsere 600 Meter. Das heißt, wir können aus erster Hand sehen, was hier alles so unterwegs ist. Wir sind also eigentlich gesehen viel zu niedrig. Aber für unseren Zweck reicht es hier wunderbar aus, weil wir können dann eben einfach ein bisschen besser gucken. Sekt. John und Golf. Tja, such dir mal einen Sport, mit dem man sich mehr bewegt. Golf ist doch was für alte Leute. Nein, liebe Finn, dem kann ich widersprechen. Ich habe tatsächlich zwar nicht richtig Golf, aber Cross-Golf gespielt. Und meine Herren, wir waren hinterher ganz schön fertig. Weil du hast ja das typische Phänomen von Golfspielen. Du hast zwar nur einen Schläger oder maximal zwei Schläger, und bist halt in the wood unterwegs. Also nicht schön fein säuberlich auf so einem Golfplatz, sondern eben irgendwo in der Pampa. Und dann guckst du dir aus und sagst, pass auf, in 200 oder 300 Metern, keine Ahnung, der Baum da hinten oder der Mülleimer oder der was auch immer, das ist das nächste Ziel. Und dann hau ruck und gib ihm. Und dann müssen alle versuchen, natürlich mit den wenigsten Schlägen irgendwie dieses Ziel dann zu erreichen. Und du hast halt das Prinzip von Golf. Du hast einen Schläger, du hast einen Golfball, du haust mit diesem Schläger auf den Golfball, dann nimmst du deinen Schläger wieder in die Hand und dann gehst du deinen Ball suchen. Dann läufst du los, du suchst, du findest deinen Ball. Was machst du als nächstes? Richtig, du nimmst deinen Schläger und schlägst den Ball wieder weg. Anschließend nimmst du wieder deinen Schläger und gehst wieder los, gehst deinen Ball suchen. Und so kriegst du die Zeit rum. Und vor allen Dingen, wenn das Wetter mitspielt, kriegst du einen schönen Sonnenbrand dabei. Also das haben wir gehabt. Und zum anderen, du merkst am Abend, was du getan hast. Die Arme, der Rücken, alles so ein bisschen, ne? Wenn man es nicht gewohnt ist, diese Bewegung und so, dann geht das schon ein bisschen aufs Material. Und es war schon cool. Es war schon nice. Aber eben, ja. Aber du musst eben auch die Fläche haben, wo man sowas machen kann. Du musst irgendwo unterwegs sein, wo du einerseits eben niemanden irgendwie auf den Keks gehst, ne? Oder dem du den Ball um Ohren schießt oder so. Und zum anderen brauchst du natürlich auch irgendwie eine Gegend, wo du den Ball wiederfindest. Wir haben das gemacht. Wir sind sogar bis nach Hannover gefahren, Außengebiet Hannover. Und haben da auf einer Wiese gespielt, was auch recht cool war. Lustigerweise habe ich dort einen weißen Ball verschossen und einen orangen Ball gefunden. Also das ist ein Gebiet gewesen, was andere offensichtlich auch genutzt haben, weil vor ein paar Jahren war eben Cross-Golf recht verbreitet und irgendwie so ein Trendsport gewesen, so ein Szene-Ding einfach. Und so sind wir damit auch durchgestartet, aber das ist eben auch schon wieder ein paar Jährchen her. Aber ein Golfschläger und Golfbälle und das Equipment, ich habe es noch. Ja, wir sind extra losgezogen und haben uns diese Utensilien gekauft. Was habe ich denn? Ein 7er Eisen habe ich und einen Putter. Ist auf dem Dachboden, glaube ich. Ja. Und eben einen Sack mit Golfbällen. Weil man hat einen gewissen Verschleiß. Gerade wenn man Anfänger ist. Weil es ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das vorstellt. Wenn so ein Ball ja von A nach B soll, aber eben bedingt durch das Können des Spielers, der Ball sich dann seine eigenen Wege sucht. Das kann sein, dass der Weg dabei vielleicht gerade mal so 10 cm ist, vom Startpunkt bis zum Zielpunkt. Das kommt schon mal vor. Es kann aber auch sein, dass der Ball überragend weit fliegt und man dann mal einen Ball gehabt hat, weil man ihn nicht mehr wiederfindet. Kommt auch schon mal vor. Oder dass er ins Wasser fällt oder irgendwo in eine Buttnik, wo man eh nicht wieder kriegt, sondern eher mit 200 Zecken wieder rauskommt oder so. Das gab schon alles. Nix stinkt langweilig. Cool. Spannend. Aber es ist eine Geschmackssache. Es kommt darauf an. Nani hätte gern einen Salat und ein Steak. Medium Rare bitte. Oh, jetzt kommen noch die Extra-Wünsche. Ja, aber Salat haben wir nicht in der Liste. Schreibt's auf in die neue Liste. Und ein Steak haben wir, glaube ich, auch nicht in der Liste. Ja. Hast du es denn schon ausprobiert, Mirko? Es gab doch neue Commands für dich. Nee, hat er doch noch nicht gemacht.
Nee, also es kommen immer nach und nach neue, aber ich habe jetzt von letztem Mal auf dieses Mal habe ich noch keine Commands wieder neu eingebaut. Eben. Ja, ich weiß ja nicht, von wann der Stand von Mirko ist mit den neu ausprobierten. Ja, nee. Von letzter Woche. Achso, ja gut. Ich stelle gerade fest, so ein bisschen hoch, wir fliegen da ganz schnell an uns vorbei. Siehst du das da oben? Ha. Aber du kriegst es trotzdem an. Unglaublich. Ich gucke einfach mal an meiner Liste. Essen und trinken, dann muss ich das halt wieder auf die alte Tour machen. Ein Steak und hier ist schon mal aha. Salat. Langweilig. Nein, Golf spielen ist cool. Also, wie gesagt, Minigolf. Ah. Minigolf ist auch eine drollige Sache. Wer weiß, wer Golf erfunden hat? Drollig. Da hast du recht. Aftershow, das ist eine gute Frage. Die Schotten? Ich weiß es nicht. Es ist zu einfach vielleicht, zu naheliegend. Ich weiß nicht, wer Golf erfunden hat. Aftershow, was hast du da wieder? Ich denke, habe ich kein Steak? Nein, ich bin Steak. Oh, hier, jetzt geht's los. Ein Glas Chardonnay und ein Krebs-Set. Jetzt, ja gut, fordert ihn ruhig, ne? Gut, also Chardonnay ist ja Wein, das ist ja... Cookie ist dabei und startet durch. Und ich sehe jetzt erst, Semia, also Aftershow hat genießt unseren Stream hier gerade auf einem 55-Zoll-Fernseher. Halleluja, noch eins. Dann, ja, viel Spaß auf der großen Fläche. Ich wusste eines Tages irgendwann mal auf der großen Leinwand. Du bist auf der großen Leinwand, ja. Genau. Doch schon. Okay. Stimmt, hatten wir schon. Mehrmals. Jawohl, haben wir schon gehabt. Alle schon gehabt. Schnee von gestern, ne? Jetzt wollen wir nach Hollywood, John. Streng dich mal an. Das hätte natürlich was, ne? Das hätte natürlich was. Na gut, Hollywood, also ich meine, wenn Hollywood nicht zu uns kommt, dann kommen wir halt nach Hollywood. Wir gucken mal, ein bisschen brauchen wir noch. Im Moment fliegen wir in die falsche Richtung für Hollywood, aber irgendwann werden wir auch dahin kommen. Jetzt haben wir erstmal Columbus vor uns und das, was wir jetzt gerade hier sehen, sind schon die ersten Ausläufer von Columbus. Das heißt, da hinten wird sich dann gleich so nach und nach dann eben am Horizont die Stadt abzeichnen und dann gucken wir natürlich nach, dass wir da einen richtig schönen Rundflug drum machen können. Aus der Höhe hier kann man das natürlich noch ein bisschen besser sehen. Und dann nutzen wir natürlich auch die Gelegenheit. Ich kann ja schon mal hier ins Cockpit gucken, dass ich hier, mal hier so ein bisschen, hier dann eben so einen kleinen Bogen dann fliegen anschließend. So. Gucken wir uns das gleich nämlich mal an. Suchen wir das nämlich hier schon mal auf der Karte ein bisschen groß. Also das erste Gebiet, was wir gleich von Columbus sehen werden, das ist Grove City. Einer der Stadtteile davon. Und im Grunde ist Columbus ringförmig oder kreisförmig angeordnet. Das heißt, ich kann das mal eben hier zeigen. Hier könnt ihr das sehen. Hier ist so der Verlauf. Hier unten kommen wir jetzt gerade rein. Hier ist das Zentrum. Und ja, es ist im Grunde relativ rund. Hier ist eine große Straße, die praktisch rumläuft. Ja, ich hatte da noch, John, ich hatte da noch was markiert. Und zwar das German Village hatte ich noch markiert. Wo war das German Village? Bei Columbus? Ja. Das ist relativ im Zentrum dann sogar, ne? Relativ im Zentrum. Ich glaube, wir fliegen auch so relativ darüber. Ja, im Zentrum selbst, da geht ja auch der, wie heißt der, Solvio... Der Sciato River geht da durch. Und bei dem werden wir dann einen Bogen machen. Da vorne sehen wir übrigens schon die Skyline. Und dann gucken wir gleich mal nach, dass wir dann die passenden Stellen dazu finden werden. So. Wir fliegen lustigerweise direkt über das German Village rüber. Ah. Okay.
Ein Chardonnay, natürlich. So. Ja, wer hat's gebucht? Marius. Wer hat's gebucht? Wer sonst, ne? Wer bucht Chardonnay und Crepe? Marius. Im Zweifelsfall. So. Irgendjemand hatte noch Wein gebucht. Ich weiß gar nicht, wer das... Wein? Ja, ob er den auch erhalten hat. Chardonnay? Nee, nicht den Chardonnay. Vorhin. Ich glaube, Aftershow. Oder was? Aftershow? Nee, da wollte ein Gin Tonic. Da. Ein Miska wollte einen Wein haben. Vor 20 Minuten. Ja, hat er den schon gekriegt? Vor 20 Minuten. Hier schon mit der Chardonnay. Unglaublich. So, wir sehen jetzt hier erstmal die Skyline auf der linken Seite. Wir überfliegen jetzt, sobald wir über den See, wollte ich eben schon sagen, sobald wir über den Fluss rüber weg sind, sehen wir, das ist das German Village auf der gegenüberliegenden Seite. Hier fliegen wir jetzt gerade rüber weg. Und dann machen wir jetzt gleich mal einen Bogen und gucken uns das mal an, wo wir hier als nächstes... Also diese kleine Gegend hier, das ist das German Village. So, und jetzt gehen wir mal rüber. Genau, ich... Zack. Dazu habe ich noch Infos. So. Wenn ich das Crepe gefunden habe, gebe ich dir auch die Infos. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Speed runter. Und dann übernehmen wir mal hier die ganze Village. Dose. Eine Brezel! Crepe. Fliegen wir nämlich nochmal rüber zu der Skyline, um uns die Skyline nochmal genauer anzugucken. Einmal einen Bogen fliegen. Ups, sind wir ein bisschen nah dran hier. Ja. Haben wir hier einmal den großen Highway. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Gucken wir mal nach. Ist das die 71, über die wir gerade kreisen? So. Ein bisschen weiter. So, wir müssen ja wenigstens mal die Skyline hier genauer angucken. Also. Vor allen Dingen da drüben gibt es auch wieder so eine richtig schöne... Übergang zwischen den verschiedenen Straßen. Das ist übrigens der Highway, die Interstate 71, über die wir jetzt gerade rüber wegfliegen. Vor uns liegt Grandview Heights. Das ist hier in der Richtung. Whisky, aber wir wollen ja über die Skyline rüber weg. Das heißt, wir drehen noch mal ein bisschen rüber. So, dann gucken wir doch noch mal an. Oder ohne E, mal gucken, passiert was. So, hier nee, unter uns ist die Interstate 70, die von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen geht. Also die kreuzen sich hier. Und eins der Gebäude ist unter anderem dann auch der Uptown District. Oh nee, Quatsch, das ist ja das, was du da... Das ist dieser Teil hier im Allgemeinen, der hier zu sehen ist. Das ist der Uptown District. So. Genau. Da stehen so. Ja, das könnte man mit Downtown vergleichen irgendwo, ne? Also ja, das ist schöne Hochhäuser. Das, ne? Das sieht man. Die haben ja, was ist das da? Finanzzentrum sozusagen. Sind ja schon über das German Village vorhin drüber geflogen. Genau, über das ursprünglich, Village. Genau, was ursprünglich die alte Südende hieß, keine Ahnung warum. Die englischen Amerikaner eben, ne? Die meinen, die werden auch von der Mayflower gefallen und dann, gut. Der Village ist jetzt das, wo wir jetzt gleich wieder rüberfliegen. Dieses kleine genau. Gebiet hier vorne. Gehörte zu eins der beliebtesten Wohnviertel in der Stadt und wurde aber 1820 von deutschen Immigranten erbaut. Okay. Zeitweise machten die deutsche Bevölkerung ein Drittel der Stadt aus. Ein Drittel der aber Stadt? Während des Ersten Weltkrieges, da war die Stimmung USA-Deutschland nicht so toll. Okay. Ja, die hatten ja auch irgendwie Krieg gegeneinander im Ersten Weltkrieg. Die haben, glaube ich, auf Seiten der Engländer gekämpft oder so. Da richtete sich und dann wurde die Ausübung deutscher Kultur sogar verboten in Ohio. Witzig.
Und, okay. Und weißt du auch warum? Na, erzähl. Wer gegen wen und was und warum? Wegen dem Bier? Wieso denn wegen dem Bier? Ja, es gab doch die Prohibition. Ja. Ah, und die Deutschen haben Bier gebraut und haben es verkauft und die getrunken. Die Bösen. Ja. Ja, natürlich. Ja, das macht natürlich Sinn. 1960 wurde das Viertel dann teilweise abgerissen, um neuen Bauprojekten Platz zu machen. Aber eine Initiative hat sich gegründet von Einwohnern, die das dann den restlichen Teil noch gerettet haben. Ne? Natürlich gibt es auch eine schöne Tradition, wie auch in, wo war das eine, das größte Oktoberfest? Wo war das nochmal? Indianapolis, ne? Wo war das, glaube ich? Oktoberfest? Oder Cincinnati? Auf jeden Fall haben die auch ein Oktoberfest. Ah, okay. Weil Bayern ist ja auch Deutschland, ne? Also. Ja, klar. Ne? So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen mehr auseinander. Oh, jetzt kriegt Marius noch sein Crepe. Marius, ich muss noch gucken. Im Vorbeiflug hier. Crepe. Emoji, mal gucken, was noch denn noch rein ist. Ja, jetzt geht's hier nochmal über den See. Ah. Oh, hier haben wir aber auch eine schöne Fläche. Ein schicker Park hier. Schicker Park hier. John? Ja? Ist das nicht schön grün das hier? Das ist so grün hier. Ich finde das so schön hier. Ich habe den Spruch von dir schon so lange nicht mehr heute im Stream gehört. Genau, ganz vorhin. Absolut. Ich bringe ihn mal wieder ins Spiel. Oh, Miska hat Gewitter. Viel Spaß. What? Gewitter? Genieß es. Gewitter? Genieß die Blitzer. Wie Gewitter? Was ist Gewitter? Ich kenne das gar nicht mehr. Hier in Hillesheim gibt es kein Gewitter. Oh. Letztens das große Gewitter, das waren 3 oder 4 Blitze und ein bisschen. Ja, genau. Und ein Blitz, der war wirklich, also. Und der Donner, da hat hier mein Bett gewebt. Das war. Boah, das muss direkt bei mir über ein Haus gewesen sein. Ja, Spaß, muss ich folgen. Da, aber ansonsten, ja genau, Sally hat recht, hat es ja schon gesagt. Ja. 3-4 Blitze, ein paar Mal. Ja. Und das war unser Gewitter. Alles bei der Arbeit und auch einen schönen Abend noch. Wer will zur Arbeit? Oh, Rolling. Oh, viel. Ja, auf jeden Fall schön, dass du dabei gewesen bist. Mach's gut. Lass dich auf der Arbeit nicht ärgern. Und mach's gut, bis zum nächsten Mal. So, ich fliege jetzt nämlich hier einen kleinen Bogen nochmal. Weil ich mir hier nochmal was angucken möchte, weil ich kann mir das vorstellen. Ja, mach ruhig. Ja. Was ist es und sag, was es ist. So. Ja, ich wollte mir mal die Städte ein bisschen genauer angucken. Das heißt, ich drehe jetzt das hier meine Kurve. Vampirchen hat gestern und heute Gewitter. Wie gemein. Ja. Ja. Ich finde das auch gemein, weil bei Gewitter bin ich echt kreativ. Leider haben wir jetzt kein Gewitter mehr, jetzt bin ich auch nicht mehr kreativ. Soll ich euch übrigens alle von Frank grüßen? Oi, Frank. Der Frank. Fliegt er nicht mit? Hat er Urlaub? Der Frank fliegt wieder nicht mit. Ja, der hat Urlaub. Der ist unterwegs. Mirko, Finn schreibt gerade: Krawumm. Los, Mirko, werd kreativ. Jawohl, jetzt leg ich los. Wir verzichten auf den, wir machen jetzt gleich einen Coworking-Stream. Jetzt kommt anschließend, ja. So, na gut. Wir starten wieder durch und machen uns jetzt weiter auf den Weg, das wo Columbus. Und gehen wieder auf Kurs zurück. Dann gucken wir uns mal an, was uns als nächstes dann erwartet. Das ist dann Cleveland. Und Cleveland liegt an einem See.
an einem Riesensee. Ich wollte immer sagen Küstenstadt. Stimmt ja nicht so ganz, aber... Nee, Cleveland ist da... Ne? Ist auf jeden Fall auch für verschiedene Sachen bekannt. Ja. Habe ich auch ein paar Punkte markiert. Cleveland liegt, glaube ich, auch an den Eriesee. Ist das richtig? Ja. Cleveland liegt am... Eriesee. Ja. Ne? Genau, so heißt er. John, lande die Maschine, wir müssen co-worken. Maschine geht. Genau das. Irgendwann machen wir auch wieder Coworking. Das ist eher was für einen Nachmittag. So, hier haben wir nochmal International Airport von Columbus. Relativ groß. Habe ich auch was gedacht. Wow. Ja, größer als Cincinnati vom Gefühl her. Obwohl Cincinnati anders aufgebaut ist. Liebe Fluggäste, ich habe vorsichtshalber alle Flughäfen auf unserer Route markiert, falls wir wieder keinen Sprit haben, aber John hat ja aufgetankt. Wir haben extra vollgetankt, bis Oberkante Unterlippe, da kann überhaupt nichts schief gehen. Ich gemacht auf der Liste. Da kann überhaupt nichts schief gehen. Wir sind also schon, wir sind noch nicht mal von Highspeed-mäßig unterwegs, ich kann ja mal ein bisschen mehr Schrot geben, dann wird man ein bisschen mehr, so, okay. So, dann kriegen wir auch wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf. Wir können sehen, wir sind noch richtig gut dabei. Also wir haben treibstoffmäßig, es blendet jetzt gerade so ein bisschen, aber wir sind treibstoffmäßig, hier ist voll bis oben hin und hier sind wir jetzt gerade. Und wie gesagt, das erste Teilstück der Strecke haben wir ja schon geschafft. Also von daher alles tutti, alles gut. Und jetzt sind wir halt unterwegs von Columbus aus in Richtung Cleveland. Unser zweiter Etappenabschnitt. Und auch hier kann ich nur wieder sagen, guckt euch doch mal die Gegend an, wie schön grün das hier alles ist. So viele Bäume, so viele Wiesen, Landschaften, hin und wieder so gesprenkelt von so ein bisschen Wasserfläche hier. Also mir gefällt das, ich finde das toll. Ist nicht so wie in den anderen Gebieten, wo wir stellenweise unterwegs gewesen sind, wo es nur trocken ist, wo es nur Eis gab oder irgendwelche anderen Sachen. Nein, hier ist wenigstens so ein bisschen Abwechslung drin. Also von daher finde ich das schon schnieke. Chip der Schaban, fliegst du denn mal? Sehr gute Frage, ja. Semir. Sehr gute Frage. Ja, ich habe ja schon angekündigt, letztes Mal, kann ich ja nochmal machen. Mhm. Ich würde die Karibik-Tour fliegen mit einer kleinen Cessna-Maschine. Von Insel zu Insel hoppen und ja, das würde ich machen. Das ist ungefähr, jetzt nur noch, ich fieber ja schon drauf hin, sagen wir mal so zwei Wochen. So in zwei Wochen... Ja, noch zwei Wochen kommen wir noch steil. Also wir werden das sicherlich hinkriegen, weil der liebe Mirko hat dann ein paar Tage frei. Er hat Urlaub. Genau. Und die Gelegenheit müssen wir natürlich dann nutzen. Und dann kriegen wir das garantiert dann auch eben hin. Und dann werdet ihr in den Genuss kommen, wenn Mirko das Steuer als Kommandant sozusagen hat. Und ja. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Genau. Ich auch. Wir werden mal gucken, wie wir es hinkriegen im Stream, dass dann wir beide zu sehen sind irgendwie. Ne? Aber das wird schon irgendwie klappen. Da sind wir flexibel. Ja, du kommst ja im Zweifelsfall. Ja, ja, ich komme ja zu dir und dann setzen wir uns beide vor. Ja, ne? Ja, das kriegen wir organisiert. Und dann das kriegen wir hin. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich habe schon zu John gestern gesagt, schade, dass die Hubschrauber noch nicht offiziell sind. Also klar, als Payware gibt es die, aber dass sie noch nicht offiziell da sind. Weil mit einem Hubschrauber zu fliegen von Insel zu Insel, hätte ich natürlich auch Bock gehabt. Das aber eine Cessna ist noch nicht mal mit der Chassis geflogen und will gleich, oh, Hubschrauber. Oh, oh, oh. Weil Mirko sich denkt, ich habe alle Folgen Airwolf geguckt. Da kann ja nichts schief gehen, genau. Und ich habe die Folge Detektiv Conan geguckt, wo er den Hubschrauber notlandet. Kann ich jetzt auch Hubschrauber fliegen? Nein. Ja, sicher. Außerdem habe ich Top Gun gesehen. Also die ich auch. Aber das ist kein Hubschrauber. Und auch keine Cessna. Also es heißt nicht umsonst, Hubschrauber sind die Königsdisziplin des Fliegens. Ne. Außerdem, und Stefan, ne, das weiß Stefan auch, ne, ich habe auch auf Achse geguckt. Oh, guck mal, wie ich LKW fahre. Ist das nicht schön?
So, wir haben unseren nächsten Wegpunkt gerade erreicht. Die Maschine dreht jetzt wieder weiter Richtung Norden, beziehungsweise Nord-Nordost. Jetzt geht's also auf direktem Wege Richtung Cleveland an die Küste von dem Lake Erie. War das, ne? Lake Erie. Ja, der Erie-See. Stefan, ich hätte natürlich, also klar, warum funktioniert das mit der Macht nicht? Logisch, ne? Hm. So ein Mod, so ein Millennium Falcon zu fliegen, hätte ich natürlich auch Lust gehabt. Um den Millennium Falcon zu fliegen, also sagen wir mal so, die DC-6 war ja mitunter eine Vorlage davon. Ja, richtig. Also kannst du dann auch gerne die DC-6 ausprobieren. Nee, Ich bin gespannt, wie die Dame auf dich zu sprechen ist. Och, wer weiß. Ja, wer weiß. Das kann durchaus sein, dass es ja bei dir, dass du da viel gnädiger ist als mit mir. Was? Den gab es als Add-on? Naja. Mhm. Über Mods gibt's alles. Ja, kann man ja alles hier umbauen. Ich habe gesehen, du kannst jetzt inzwischen sogar schon über den offiziellen Shop von dem Flight Simulator Boote dir kaufen. Dass du mit dem Boot über das Wasser fahren kannst währenddessen. Schon eingetragen? Was? Nee, Cookie hat die noch gar nicht eingetragen. Eine Privatjacht oder irgendwie solche Sachen. Passagier an Bord. Sally, hast du dir... Warte mal gleich. So. Blinder Passagier an Bord? Wir haben doch gar... Also, nee. Nein. War kein. Cookie hat die vergessen einzutragen. Ach so. Ja. Guki, jetzt habe ich dich angetragen. Stanley hat sich bestimmt noch ihre Sitznummer gemerkt, die ich ja vorhin gesagt habe. Ja. Gut. Warum? Sehr gut. Wegen dem Text, der jetzt kommt. Oh, war ja. Aber ich habe ja gesagt, ich sitze vorne. Ja, sowieso. Immer noch die Ansage nach wie vor, wer gerne möchte, kann natürlich auch gerne noch direkt bei uns mitfliegen. Es läuft wieder über die Kanalpunkte-Aktion. Das heißt, sofern verfügbar, First Class ist zwar schon ausgebucht, aber wir sind da ja flexibel. In der Economy ist noch jede Menge Platz. Und wenn ihr denn wollt, könnt ihr natürlich auch gerne wieder dabei sein, auch wenn wir schon mit dem Flieger unterwegs sind. Das geht auch alles on the fly. Denn im Infobereich gibt es so eine wunderschöne kleine Tabelle, in der könnt ihr sehen, wie das aussieht, wenn man Fly the Community Air Miles sammelt. Und dort ist die Top 10 aufgeführt. Und ihr müsst euch aber nichts draus machen, weil unten ist noch so ein kleiner Link. Wenn ihr auf den draufklickt, dann seht ihr die vollständige Liste. Und da sind natürlich noch einige weitere dazu gekommen. Und wenn ihr denn möchtet, dann könnt ihr natürlich auch über diese Kanalpunkte-Aktion euch dementsprechend ein passendes Ticket zulegen. Und dann gibt es wieder Air Miles. Insgesamt sind es heute, wie viele haben wir gesagt? Ich gucke mal eben... 97 hast du gesagt, 200, aber mit 297, aber man kriegt natürlich immer noch so ein bisschen Bonus hier und ein bisschen Bonus da. Es kommt natürlich auch immer ganz darauf an, ob man Follower ist, ob man Abonnent ist und. Dann gibt es noch gewisse Boni und so weiter und so fort. Und ich glaube, nach der Aktion am Anfang... Ich wollte gerade sagen, durch den Hype-Train, der vorne ausgelegt sind, wenn sie natürlich jetzt einige wieder dazugekommen, die dann hier diesen Bonus dann natürlich für sich verbuchen können. Das heißt, ihr könnt nachher... Sofern ich das dann bis dahin alles aktualisiert habe, es dauert immer so einen kleinen Moment, bis ich die Tabelle aktualisiert habe. Aber spätestens morgen könnt ihr dann nachgucken und dann seht ihr, wie das neue Ranking dann aussieht. Und an der Top 10 Front geht es ja recht eng immer noch nach wie vor zu. Und es gab ja schon so ein paar Positionswechsel. Und von daher, es bleibt spannend, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. Aber zurzeit sieht das schon mal so, spielt das schon nice aus, was da so alles an Flugmeilen zusammengekommen ist. Oh. So, Mount Vernon ist gerade auf der linken Seite von uns gewesen. Okay. Ich schalte mal eben mal rüber. Wir gucken mal nach hier. Können wir da irgendwas sehen? Zumindest. Eine kleine Stadt war das nur gewesen. Das war jetzt kein richtiger Berg anscheinend. Nein. Nur eine kleine Stadt. Naja, aber man merkt schon auch durch die Ortsnamen,
teilweise, dass diese Gegend im Mittleren Westen, Ohio, was dann, ne, auch danach noch die ganzen, wo fliegen wir noch lang? New York auch. Mhm. Aber Ohio, das ist so, ja, deutschstämmig, ne? Also auch schon allein an den Ortsnamen, die man da so findet. Mhm. Entweder deutsch, britisch, also englisch, mhm, ne? Lieber Marius, am Donnerstag diese Woche gibt es leider gar nichts, weil ich familienbedingt diesen Donnerstag nicht streamen kann. Da bin ich anderweitig verbucht. Aber ab kommenden Dienstag geht es wieder in die Luft. Und am Donnerstag da drauf, da können wir mal schauen, ob wir vielleicht mal wieder zur Abwechslung was spielen. Mal sehen, was wir machen. Liebe Finn, du wolltest ja zum Beispiel auch mal wieder, dass wir eine Runde Trivial Pursuit spielen. Vielleicht kriegen wir es ja, mal organisiert. Wenn wir da genug Spieler haben und Zeit haben, dass wir dann mal eine neue Runde dann eben das spielen könnten. Hast du dir ja mal gewünscht. Je nachdem, ob es passt von der Zeit her. Sandy ist ja auch noch da. Mach ich's oder nicht? Ja, ich bin gleich wieder da. Der Service ist gerade mal aus. Er nuschelt sich da was in den nicht vorhandenen Bart. Ja, genau. Ratzfatz ist aber. Er ist mal eben vor der Tür eine rauchen, das will er damit sagen. Dürfte interessant aussehen, wie er auf der Tragfläche sitzt und versucht, sich eine Fluppe anzuzünden. Ja, Mist, ist das heute wieder im Bett. Dreht sich mal weg und versucht, das nicht. Sehr gut. Herr Olaf, das hören wir gleich. Aftershow, sobald ich meinen neuen Rechner habe, werde ich eine Großbritannien-Runde machen und eine Neuseeland-Runde. Jawohl! Sehr schön. Ich hoffe, das streamst du dann auch, mein Lieber. Großbritannien haben wir auch schon unternommen, aber da gibt es ja so viel zu sehen. Wir haben unter anderem den Machloop gemacht. Macht auch sehr Spaß. Im Tiefflug. Sally, da bist du mit der Citation durchgejagt, ne? Ich meine, ja. Mit der Citation war das gewesen. Zweimal sogar. Einmal hin, einmal zurück. Ja, wir haben ja so ein, ne, weil wir gesagt haben, weil es so cool war. Das war tatsächlich sehr nice. Es gibt vereinzelt Bilder, die habe ich auf Discord gestellt, zu den verschiedenen Flights, die wir so gemacht haben. Da ist auch der Machloop bei. Also das ist dieser Canyon, dieser Flug durch die bergige Region, wo eigentlich das ja, britische Militär seine Übungsflüge macht. Und da kann man als Zuschauer praktisch auf den Berg hängen, stehen und dann eben Fotos machen. Und der Stefan hat den Tipp gegeben, dass man das ja mal ausprobieren könnte. Und tatsächlich, das haben wir gemacht und das hat schon richtig Spaß gemacht. Das war schon cool. Also kann man durchaus empfehlen. Speziell Schottland. Ah, okay. Schottland ist natürlich aber auch was Nices. Also allgemein. Großbritannien an sich und Schottland mit allem drum und dran kannst du natürlich nichts verkehrt machen. Die Steilküsten sehen auch schön aus, die Kreideküsten. Die haben sie gut gemacht. Das ist ja sowieso so eine Sache. Die haben die verschiedenen Regionen im Flugsimulator, die werden ja nach und nach nochmal überarbeitet. Dann gibt es nochmal neue Höhenangaben, das wird verfeinert. Oder eben die Gebäude werden nochmal nachgebessert und alles, was so dazu gehört. Manche Fehler, die vielleicht drin sind, kleinere Bugs oder so, die wurden natürlich ausgebügelt. Und man merkt das natürlich schon. Also im Vergleich zu dem, wie es mal ursprünglich mit dem Sim losging und wie es jetzt ist, ist das schon beeindruckend. Alleine aus der Performance-Sicht, am Anfang war das nochmal eine ganz andere Nummer, als es inzwischen ist. Da hat sich schon einiges gebessert. Ist natürlich nach wie vor noch nicht perfekt. Wir haben es ja gemerkt in den vergangenen Streams, dass zum Ende hin der Sim irgendwann angefangen hat, so ein bisschen zu ruckeln. Deswegen versuchen wir natürlich auch, das jetzt dieses Mal so ein bisschen so organisiert zu kriegen, dass wir flugtechnisch etwa bei 2 Stunden unterwegs sind, beziehungsweise 2,5 Stunden. Weil ab da geht es dann irgendwann los, sodass der Sim anfängt, Frame-Einbrüche zu haben. Und ich weiß noch nicht genau, was die Ursache ist. Ob es bei mir ein lokales Problem ist, ein Rechnerproblem ist oder ob es ein Serverproblem ist. Keine Ahnung. Das versuche ich halt eben rauszufinden, indem wir jetzt heute mal wieder eine kürzere Strecke fliegen. Und ja, mal sehen, wie sich das so halt alles entwickelt. Das sind Länder, die ich auch bald live besuchen werde. Ach so, na dann hast du natürlich den Vorteil, dann kannst du dir vorab schon mal eine Übersicht machen und kannst du dann genau die Gegenden aussuchen, wo du sagst, hey, da wirst du dann hinfahren und da mal einen Ausflug machen.
Hast du mal den Support versucht? Nein, habe ich nicht. Weil letztendlich so viel da in der Mache ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Also, solange er läuft, ich weiß, ne, wie ich das ganze Problem handeln muss. Vielleicht muss ich auch nur in den Einstellungen noch mal ein bisschen was machen. Aber ich habe extra, und das muss man sich mal vorstellen, ich habe extra den Sim schon von der Datenrate so angepasst, dass während des Streamens, dass der Computer das alles gehandelt kriegt, parallel. Weil du kannst ja auch hier im Sim alles auf Maximum drehen und sonst was überhaupt. Ne? Dann brauchst du aber einen Raketenrechner vom Mond, damit du das alles gehandelt kriegst. Und da habe ich jetzt eben versucht, den goldenen Mittelweg zu finden. Das heißt, das, was ihr hier jetzt gerade seht, können ja nochmal rübergehen hier. Das, was ihr jetzt gerade seht, das ist tatsächlich nicht die maximale Grafikauflösung. Das geht alles noch ein Ticken besser und ein Ticken schöner und ein Ticken detaillierter. Das mag man sich zwar kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich wahr. Und von daher, das, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist eben optimiert, so dieser Balanceakt, was brauche ich jetzt für eine Performance, damit der Stream auch stabil läuft. Aber wenn man das sozusagen schon auf einem Mittelklasse-Rechner hat, wobei ich nicht sage, dass das hier unten ein Mittelklasse-Rechner ist, schön weitermachen da unten, alles gut. Ist alles tut die, alles brav, aber man merkt also schon, man kann mit einem heutzutage durchaus vertretbaren System so einen Sim heute fliegen. Und wer eben das Material und vor allen Dingen die Moneten hat, der kann natürlich noch ein bisschen was oben drauf legen und dann gibt es natürlich alles on top. Ja, aber eben aktuell ist es ja so, dass Computerkomponenten stellenweise nicht nur mit Gold, sondern mit Diamanten aufgewogen werden können oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mit dem, was ich hier zurzeit am Start habe, ganz zufrieden. Und ja, wie gesagt, im Moment läuft der Sim und ich hoffe, dass er tatsächlich bis zum Ende der Session heute auch weiterhin stabil laufen wird. Aftershow, ja, das ist eine ganz gute Preislage. Ja, ja, das ist, ist ein Custom, ne? Also keiner von der Stange, sondern den hast du dir selber zusammengestellt, ne? Vermute ich mal. In 2 Monaten bin ich für 3 Wochen in Aberdeen. Okay. Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Dann bin ich ja mal gespannt. Hauptsache, du hast schönes Wetter mit allem, was da dazugehört. Was mir hier in dieser Gegend so ein bisschen auffällt, ist, dass wir hier anscheinend wieder mehr Landwirtschaft haben. Ne, Sally, in den vergangenen Streams, die wir so hatten, da war das zeitweise ein bisschen mehr Waldgebiet. Mhm. Und so, aber es war weniger Landwirtschaft. Aber hier scheint jetzt da wieder mehr die Ackerbau. Und es waren mehr Golfplätze. Ja, also heute ist mir noch keiner wirklich unter die Nase gekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst. Das kann natürlich auch sein. Wobei jetzt, das ist jetzt noch die ländliche Gegend. Hier haben wir jetzt der Kilbuck Creek ist das. Kilbuck Creek ist dieser kleine Fluss, den wir hier unten haben. Der schlängelt sich auch so einmal eine Kurve rum. Und dann kommen wir wieder so zu vereinzelten kleinen Örtlichkeiten, die jetzt hier noch auf dem Weg liegen. Und dann etwas weiter, dann geht es schon los, dann kommen die ersten Ausläufer von Cleveland. Und dann fliegen wir tatsächlich über einen Ort, der heißt Brunswick. Brunswick. Ja. Und dann geht es immer weiter. Auf nach Braunschweig. Ja. Über die Hälfte der Strecke von Columbus nach Cleveland haben wir bereits geschafft. Das hier unter uns war wieder die Interstate 71. Die haben wir ja auch schon in Columbus gehabt, unter anderem. Die zieht sich aber weiter Richtung Osten. Ich weiß gar nicht, wo die als nächstes dann hingeht. Bis wohin die überhaupt vor allen Dingen geht. Geht dann hoch. Ah ne, die geht dann auch tatsächlich bis nach Cleveland rein und macht so einen Bogen sozusagen. Das haben meine letzten 3 Rechner zusammen nicht gekostet. Ah, okay.
Ja, Rechner sind teuer, aber wenn du halt was Vernünftiges haben willst, dann muss man schon ein bisschen was investieren. Und dann hat man aber auch ein bisschen was für die nächsten Jahre. Ich habe das auch damals gemacht. Wann habe ich denn meinen gekauft? 2020 habe ich meinen zusammengestellt. Und ja, das war auch damals schon eine teure Angelegenheit. Aber ich habe eben auch für mich entschieden, ich will nicht zweimal kaufen oder sowas in der Art. Das heißt, ich habe dann gesagt, komm her, take my money, shut up and take my money, so nach dem Motto. Und ja, toi, 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 bisher alles gut, bin ich mit zufrieden. Und das Phänomen ist natürlich wie damals auch heute noch so, kaum kaufst du einen Rechner, hast du am nächsten Tag ein Angebot, was mehr Leistung für weniger Geld hat oder so, ist ganz normal. Allein das Motherboard 560 Euro. Ja, das tut weh, aber es ist natürlich eine Investition dann, die auch für die Zukunft gedacht ist. Ach, du baust ihn selber zusammen. Okay. Ja gut, wenn du das kannst und die Möglichkeiten hast, dann natürlich volle Kraft voraus. Ich habe auch überlegt, baue ich ihn selber zusammen? Möglich wäre es. Ich habe früher auch meine Rechner lange Zeit selber zusammengebaut. Aber da sind in der Zwischenzeit ja auch wieder ein paar Jährchen ins Land gegangen. Und so gewisse technische Standards haben sich in der Zwischenzeit wieder verändert. Sodass ich mir dann gesagt habe, ah nee, komm her, lass ihn zusammenbauen, dann hast du auch eine Garantie drauf und alles. Und wenn irgendwas nicht geht, packst du die Kiste ein und schickst sie wieder zurück, so nach dem Motto. Und toi, 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 bisher alles gut, alles tut die. Und wenn es mal irgendwas war, dann sind es nur Kleinigkeiten gewesen. Deswegen, also im Moment habe ich es nicht bereut, das so zu machen. Ist einfach zu bauen. Ja, die Dinger sind auch vom Aufbau her. Du hast diese Situation ganz am Anfang, wenn du eben die Hauptplatine bestückst. Ich meine, früher war das so, du hast dann so diesen Moment gehabt, wenn du, keine Ahnung, den Prozessor mit der Kühlpaste da bestrichen hast und das erste Mal dann diesen Lüfter da aufsetzt, dass das bloß alles richtig gepasst hat und dann musstest du, ach, guck mal, und kurz Unterbrechung, hier unten sind Golfplätze, wir haben Golfplätze. Endlich. Yay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass die spielen doch hier in der Region bestimmt auch Golf. Also, es war schon ein bisschen was Zeremonielles, einen frischen Rechner zusammenzubauen. Es hat Spaß gemacht, es hat aber seine Zeit gebraucht und dann gibt es ja diesen Moment, wo du dann diese Mühle zuschraubst, hinstellst und ganz außer Entfernung versuchst dann, ihn einzuschalten, um in der Hoffnung, dass man weit genug weg ist, bevor er explodiert, so nach dem Motto. Und hat alles funktioniert und hingehauen. Zufällig über einen Golfplatz geflogen, ja genau. Schon mal eine kurze Frage. Was habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden? Warum hat dein Chatbot ein Problem mit dem Wort Abo? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Angeblich irgendwie wegen Mobbing oder sonst irgendwas hat er das erstmal gesperrt gehabt. Und ich so denke, nee, es schon gibt okay. Manche Wörter, wo ich nicht verstehe, warum man da ein Problem mit hat. Keine Ahnung. Vielleicht ist das ein englisches Schimpfwort oder so. Ich weiß es nicht. Ja, es wäre mir halt einfach nur nicht geläufig. Ich meine, das heißt ja nichts, aber das war so. Nee. Was soll denn da heißen? Nee, absolut nicht. Also keine Ahnung. Aber da wir ja wissen, was gemeint ist, war ich mal ja, so frei. Ja, alles gut. Es sei denn natürlich, der Römer sagt ja. Jetzt, ja, natürlich war das als Problem gemeint, dann wird er gleich wieder rausgeschmissen. Römer, ja, Finn hat dir vorhin ein Abo geschenkt. Wir haben vorhin eine Hype-Train-Phase gehabt und da hast du auch ein Abo dann da von der Finn geschenkt bekommen. Es hat Nerven gekostet und wunde Finger gegeben. Ja, Aftershow, das ist tatsächlich so. Ich fand das damals immer so. Den schlimmsten Moment hatte ich immer, wenn ich versucht habe, den Kühlkörper auf dem Mainboard zu befestigen und du musstest da mit so einem spitzen, flachen Schraubendreher dran und diese Spange da einklemmen, wo du mit Druck auf dieses Mainboard
das einhaken musstest und du da gedacht hast, oh bitte, ne, bloß nicht abrutschen, nicht, dass du irgendeine von diesen empfindlichen Leiterbahnen jetzt hier unterbrichst und dann ist hinterher das teure Mainboard kaputt oder so. Toi, 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 ist mir nie geschehen, ist alles gut gegangen, aber spätestens an der Stelle, wenn dann irgendwie du versuchst, das Ding einzuschalten und irgendwas funktioniert nicht oder so, oder du kriegst eine Fehlermeldung oder irgendwas, dann wird's nervig. Weil du dann eben suchen musst, wo ist der Fehler? Hast du irgendwelche Kontakte falsch geschaltet oder irgendwas vergessen oder sowas? Macht nicht Spaß. Und da habe ich mir gesagt, komm her, es ist zu lange her, dass du so ein Ding selber zusammengeschraubt hast und es haben sich so viele Sachen verändert. Lass das mal machen. So habe ich es mit entschieden. Und letztendlich, bisher, toi toi toi, habe ich es nicht bereut. Wo uns, liebe Leute, sehen wir jetzt an dieser Stelle gerade die schon Downtown von Cleveland. Wir überfliegen gerade schon die Vorregion von Cleveland. Ich nehme jetzt mal wieder ein bisschen Leistung raus und werde mal hier das ein bisschen vorbereiten, dass wir ein bisschen tiefer gleich wieder gehen können. Und dann gucken wir uns doch mal Cleveland aus der Nähe an. Mal ein bisschen Platz schaffen hier. So. Und dann wollen wir noch mal schauen, dass wir uns das Ganze angucken können. Hier die Interstate 480 ist unter uns. Und ich kann es mir sagen, was du willst. Ich finde die amerikanischen Autobahnen und Highways und alles, was es so gibt, die sind immer so riesengroß. Das liegt auch daran, die sind natürlich ein Stückchen breiter, ne? Aber es ist immer Wahnsinn, wenn man sie sieht, wie die so durch das Land gar nicht sich durchschlängeln. So manchmal sind sie ja wie so ein gerades Lineal gezogen. So, wir gehen mal wieder ein bisschen tiefer. Leistung habe ich ein bisschen rausgenommen jetzt wieder. Und dann gucken wir mal, was wir hier so alles sehen können. Jetzt muss ich mal eben rüber zoomen, dass man gucken kann, was der liebe Mirko uns hier alles markiert hat. So, wir fliegen jetzt einfach mal direkt an das Küstengebiet ran. Können wir uns mal die City von aus der Nähe heraus betrachten. So. Nur noch gucken, wo wir sind. John, guck dir den Boden mal aus der Nähe an. Ja, extra. Ich bin ja extra ein bisschen niedriger geflogen dafür, damit man ihn besser gucken kann. Ich glaube, dem Römer war das noch nicht tief genug. Ja. So, okay. Wir sind jetzt hier am Küstengebiet. Hier an der Seite sehen wir jetzt eines von den, ich bin mir sicher, berühmten Stadien. Wobei ich jetzt gar nicht sehen kann, was genau hier. Ist das Football? Das scheint Football zu sein, hier unten. Und dann müssen wir mal gucken. Jetzt bräuchten wir den, was haben wir denn da alles? Ein Rockefeller Building haben wir unter anderem. Das wird sicherlich hinter uns gerade sein. Da muss ich jetzt mal hingucken. Eins davon ist das Rockefeller Building. Auf jeden Fall haben wir hier wieder eine schöne Skyline. Sally, im Zweifelsfall kannst du vielleicht mal auf der Karte gucken, dass man das ein bisschen zugeordnet kriegt, welches Gebäude hier was ist oder so? Welches Gebäude was ist? Wie soll ich denn das jetzt rausfinden? Gehst auf die Fleise Community Map und guckst dir mal Cleveland genauer an. Da sind die ganzen Sachen markiert. Also, es gibt ja hier vorne diesen Flughafen, der direkt am Wasser ist, ne? Ja. So, und da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Es gibt hier bei Downtown unter anderem das College. Nee, Quatsch, was hat er denn da? Ach so, Downtown hat er. Gibt ein New Chinatown. New Chinatown? Historic Asia Town. Downtown. Die Kathedrale von St. John, dem Evangelisten. Okay. Haben wir denn noch schönes Tower City Center?
In dieser... Wo kurfst du denn gerade rum? Da ist... Ich bin an der Küste. Ja, der ich Küste? Bin nur gerade am gucken. Ich sehe hier Stadion? Nur nicht das komische Stadion. Auf jeden Fall in dieser einen Kurve vom, von der Küste aus gesehen, in der ersten Kurve, da ist ein das Greater Cleveland Aquarium. Warte mal, ich gucke mal. Ich wollte gerade im Stream die Kamera schieben, oh Gott. Also ich bin jetzt sozusagen am südlicheren Ende vom Flughafen. Der südlicheren Flughafen liegt, Ende? Ja, da ist das Stadion. Ich hab's gefunden. Da ist das dann flieg mal weiter Richtung Park. Am Park bist du schon. Am Park bin ich schon. Und dann rein landeinwärts. Dann dem Flussverlauf etwas folgend, den dann müsstest du. Ich weiß allerdings nicht, wie das jetzt. Also ob man das jetzt hier, großartig hier sehen kann. Hier ist so ein Yachthafen gewesen. Dann habe ich hier eine. Nee, den anderen Arm des Gesetzes. Den anderen Arm des Gesetzes, okay. Na gut. Ja, also nicht diesen Yachthafenweg, wo du jetzt bist, sondern wenn du jetzt ein bisschen drehst. Ja. Dann kommst du wieder zu dem Fluss und dem folgst du dann mal zurück Richtung Küste. Dann fliegst du auf linksseits direkt an dem Aquarium vorbei. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ich fliege jetzt, drehe wieder um, fliege Richtung Yachthafen und Richtung Flughafen. Und da kannst du mich dann eventuell dann entsprechend lotsen. Pass auf, wir machen das mal folgendes. So. So, jetzt habe ich hier einen sehr schlängeligen Fluss unter mir. Downtown ist rechts neben mir. Und da müsstest du jetzt Stadion eigentlich direkt drüber fliegen. Da müsste jetzt direkt das. Ist das links, links ist das Aquarium. Ist das so ein wie so ein weißes Zelt, könnte man sich das in etwa denken? War das das? Kann hinkommen, ja. Okay. Dann habe ich es, glaube ich, gerade gesehen. Pass auf, dann fliegen wir nochmal über das Zelt. Das war das Aquarium eben auf der linken Seite. Okay, dann machen wir mal folgendes. Wir drehen nochmal rüber. Das habe ich nämlich eben gesehen. Huch, hier ist ein Gebäude. Nee, das ist so, sieht aus wie so ein Industriegebäude, so ein rot. Industriegebäude? Ja, so sieht das aus. Aber es ist nicht an der Küste, sondern. Es ist nicht an der Küste, sondern. Nee, es ist an so einem Flussarm. Es ist am Flussarm, okay. Dann gucken wir nochmal nach. Vielleicht. Hier vorne ist nochmal ein Gebäude. Das könnte natürlich auch sein. Das ist dieses. Ein bisschen längliches Gebäude, wo wir jetzt gleich rüber wegfliegen. Da fliegen wir geradeaus drüber gerade. Da ist ein längliches Gebäude. Das hier könnte es sein. Ansonsten nee, folge ich jetzt mal hier dem Highway. Das ist an diesem geschlängelten Flussarm. Da sind so zwei, wie so Schornsteine gehen da hoch. Wir sehen es. Links von uns. Ja? Links von also uns. Also da, ist es. Wo diese Dinger sind, wo dieses Zelt unten ist, aber ist es halt das Gebäude dahinter. Ja, jetzt haben wir es. Also, wir fliegen jetzt mal genau drauf zu. Komm her hier. So. Dieses Ding, was wir jetzt auf der linken Seite von uns sehen, das hier unten, das ist es. Da haben wir es. Das ist das Aquarium? Sehr witzig. Das also ist das Greater Cleveland Aquarium, ja. Okay, ein weißes Zelt hätte ich jetzt vermutet. Also, dass das irgendwie. Ich denke mal, das gehört mit dazu. Das kann natürlich möglich sein. Ne? Okay, sehr schön. Was haben wir noch Schönes hier in der Nähe? Ich habe hier ein spitzes Gebäude und ein sehr großes spitzes Gebäude. Was hat es denn damit auf sich? Warte mal, ich gucke mal. Das könnte das Tower City Center vielleicht sein. Das kann durchaus möglich sein. Warte mal, wir fliegen da Tower City Park hin. Wir fliegen jetzt mal da drauf zu. Pass auf hier. So. Da schlängeln wir uns jetzt mal durch. So, pass auf. Gucke mal. Hier, da fliegen wir jetzt mal gerade zwischen den Dingern durch. Eieiei. Ja, also, es gibt jedenfalls hier einiges zu sehen. Oh, ich glaube, das ist so ein schöner, breiter Highway. Ich glaube, den nehmen wir uns nochmal gleich aus einer anderen Perspektive vor. Oh, ja. Den nehmen wir uns gleich nochmal aus einer anderen Perspektive vor. Das bietet sich so richtig schön an. Hat er wieder Blut geleckt? Es gibt übrigens auch das Jack Cleveland Casino. Ui, okay.
Wir haben hier unten auch wieder ein Baseballstadion. Kann das sein? Ich habe irgendwie in Erinnerung Cleveland Indians oder sowas. Kann das sein? Und die Indianer von Cleveland, irgendwie, das war mal ein Film, glaube ich. Kann das sein, dass die damit gemeint sind hier? Frag Stefan, der weiß das bestimmt. Und die Fanti, servus in die Fliegerrunde. Grüße dich, schön, dass du da bist. Ich hätte gerne 3 Kotztüten. Film über das Baseballteam. Ja, genau, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass die das waren. Aber John, es war ein Baseballteam. Ja, siehste? Habe ich doch gesagt. Football sind die Browns. Okay, Football sind die Browns. Alles klar. So, pass auf. Wir folgen jetzt nämlich gleich nochmal dieser Interstate da. Die war nämlich sehr verlockend. So, komm hier. Einmal so rüber. Ja. So. Kann man besser gucken, wenn man hier aus der Perspektive kommt. Pass auf. Ja, einen richtigen Winkel suchen. Jawohl. Jetzt schauen wir doch mal, wie die Stadt von nahem aussieht. Also John, an deinen Flugkünsten musst du noch ein wenig arbeiten. Deine Passagierin bekommt es nicht sehr gut. Bisher sind wir heile unterwegs. Aber deinen Passagieren bekommt es nicht sehr gut. Verlangen schon Kotztüten. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ach übrigens, John, hinten Richtung Flughafen, ja, na, Richtung Cleveland Burke Lakefront Airport, ja, gibt es auch das International Women's Air and Space Museum. Okay. Um das auch mal hervorzuheben, dass Frauen maßgeblich an solchen Sachen mit beteiligt sind. Wo hast du das gefunden? Richtung Flughafen. Ich bin am Flughafen. Also wenn du... Oh Gott, wo bist denn du gerade? Ich bin links, rechts vom Flughafen gerade. Ja, das... Rechts vom Flughafen, ja. Also das ist genau an der Ecke. Du bist höchstwahrscheinlich schon dran vorbei. Ich suche gerade ein Bild, und ich weiß, wie dieses Gebäude aussieht. Ich sag mal so, das sieht aus wie die Expo-Häuschen. Auch so ein... Expo-Häuschen, okay. Ja, diese aneinandergereihten Dächerchen. Ha. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Die sind am Flughafen, sagst du? Die sind am Flughafen, also in der Richtung, wo du jetzt fliegst, links vom Flughafen, aber eher so am Kopfende davon. Also am Kopfende eines Flughafens. Da in die Richtung, genau. Und jetzt, da müsste es irgendwo kommen. Wahrscheinlich eher so ein bisschen rechts an der Ecke da. Ich habe hier Bahngleise. Unter anderem. Hier ist ein Bahnhof. Wie ihr merkt, liebe Leute, die perfekte Stadtführung, wie es sich gehört. Ja, das Problem ist, ich bin nicht drauf vorbereitet. Hier ist was Futuristisches. Hier ist was Mangelhaftes Material, das ich habe. Hier ist was Futuristisches. Ne? Hier haben wir nochmal das Stadion aus der Höhe. Genau, das Stadion liegt quasi auf der Linie dazu. Hier ist ein Schiff vor Anker liegend, das schon länger liegt, weil da sind Bäume drin. So, jetzt sind wir praktisch wieder auf der Stelle, wo wir vorhin gewesen sind. Jetzt folgen wir nochmal ein bisschen dem Stadtinneren. Fliegen wir jetzt nochmal sozusagen rechts an Downtown vorbei und folge noch mal ein bisschen dem Fluss, der sich hier anbietet. So, nochmal mal gucken, was es hier Schönes gibt. Eigentlich ist es ja schon was Idyllisches. Ich meine, guck mal hier, so wie dieser Fluss sich so wie so ein S langschlängelt. Sieht schon nice aus. So eine kleine Brücke, die sich hier noch darüber spannt und so, links und rechts. Das war auf jeden Fall Downtown von Cleveland.
Und der Mirko wird gleich nochmal seine ganzen Highlights nachreichen, sobald er wieder am Platz ist. Und uns erzählen können, was es Schönes so an Sachen über diese Stadt zu erzählen gibt. Auch hier ist noch eine große Fläche, die ist noch unbebaut. Wer weiß, was wir da noch hinbauen können. So, okay. Auf jeden Fall machen wir uns übrigens jetzt mal wieder... Übrigens, John, ja? Der Römer schreibt gerade, willst du dir auch den Metroparks Zoo angucken? Den findest du weiter inland, sollte von oben leicht zu finden sein. Okay, den nehmen wir. Den Mirko Metropark ist wieder da. Zoo. Wir, lieber Mirko, ja, wir haben gerade improvisiert. Wir sind gerade über Cleveland und versuchen gerade so ein bisschen herauszufinden, was es hier für schöne Highlights gab. Hast du irgendwas Schönes zu erzählen, was es mit Cleveland auf sich hat? Also Cleveland selber? Irgendwas war doch hier. Ich hatte doch auch Sachen markiert. Was hatte ich denn markiert? Ja, wir haben einige Sachen jetzt schon zusammengesucht, aber ein paar Sachen... Aber das ist doch super, dass ihr da so... Und während Mirko überlegt, übergebe ich mal... nicht mich, sondern übergebe die Verantwortung des Chats und alles an Mirko und dich und verabschiede mich. Liebe Sally! Und, ja, wir schön, sehen uns da ja warst. Dann am Freitag und den Chat sehe ich dann ja am Dienstag. Genau, so sieht's aus. Und ja. Mirko, du musst noch ein paar Eimer verteilen gehen. Ja, ich hab die Flugkunst von John gesehen, das ist ja genau. Wir improvisieren uns hier ein zurecht. Sally, vielen lieben Dank, dass du heute geholfen hast und dass du dabei gewesen bist. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, schlaf gut, ne? Sally, ladies and gentlemen! Naja, die Hochhäuser habt ihr ja schon gesehen, die Terminal Tower genau, und so weiter. Wir sind jetzt ein paar Runden geflogen über Downtown und ich habe jetzt eben nochmal umgedreht, nochmal zurück an die Küste. Bin jetzt praktisch auf Höhe des Flughafens, als würde ich jetzt einen praktischen Anflug darauf machen, will ich ja nicht, aber jetzt kannst du mich nochmal lotsen zu der Stelle, wo dieser Zoo sein soll, den du meintest. Moment. Oder das da gucken wir gleich Center. Mal. Wo ist das nochmal? Wie heißt der Zoo? Wer hat das vorgeschlagen? Ich gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht, wer das gewesen ist. Irgendwer hat das gerade gesagt. Hinschlag, gut, ciao, warte, schlafen. Rockefeller Center hast du markiert. Das muss ich aber erstmal von hier oben irgendwie finden. Das ist, glaube ich, links von uns. Ich weiß es das nicht. Das ist aber auch ein großes, eigentlich ein großes Gebäude. Klick doch mal. Star Trek, was? Fliegt nach Los Angeles, ich will die Star Trek Filmic Locations von uns. Ja, da kommen wir irgendwann noch hin. Sind wir zurzeit aber noch nicht. Das kommt alles dann noch mit der Zeit. Auf jeden Fall, das war erstmal Cleveland. Und aber haben die denn in Los Angeles, haben die nicht in San Francisco auch viel gedreht? Bei Star Trek? Weißt du, die den, einen Film, hier, ne? Den einen Film haben sie da gedreht und sicherlich haben sie mal die ein oder andere Location genutzt. Das kann durchaus sein. Oder wo ist das Sternenflottenhauptquartier? Gott. Das ist ursprünglich. Leute, ihr müsst es mir sagen. Ich bin doch nicht so dreckig. Das ist San Francisco. Das ist San Francisco. Aber die haben viele Locations halt letztendlich genutzt. Genau, die weiter so viel. Studios damals gewesen, das war eben Los Angeles für die Klassik-Sachen damals. Klassik, TNG, Voyager und so. Jetzt drehst du ab. Ja, jetzt drehe ich ab, weil ich wusste jetzt nicht, wo du... Weil er hatte gerade geschrieben, der Römer, weiter so fliegen, du fliegst genau so, drauf das zu. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, jetzt drehe ich nochmal drauf. Weil ich nicht genau weiß, nach was suche ich denn jetzt? Nach einem Zoo? Nach einem Zoo. Nach einem Zoo. Jetzt wer weiß, wie der aussieht. Ich weiß nicht, wonach muss ich ihn da suchen? Zoo? Cleveland Zoo oder was muss ich da? Ich guck mal, Ich gebe das jetzt mal ein hier. Ja genau, gib das mal ein und sag mir dann Bescheid, wenn du eine gefunden hast, weil dann kann ich nämlich auf der Karte suchen. Land Zoo. Metropark Zoo. Okay. Hast du Karte. Noch? Markieren. Hast Zack. Du gefunden? Metropark Zoo. Achso, jetzt kannst du nochmal aktualisieren. Ich sehe ihn. Also da ist der geschlängelte Fluss, dem folge ich ein bisschen erstmal. Da gibt's hier auch ist auch so ein Rainforest, ist auch irgendwas. Es gibt auch hier diese
Straßen. Warte mal, jetzt mal gucken. Also hier gibt es die Highway. Genau, Highway erstmal so ein bisschen. So, gucken, wir finden da schon noch irgendwie. Oh, noch was gucken, markiert. Ob wir da was eben in der Richtung sehen. Wollt ihr wieder Friedhöfe haben? Ich habe noch ein paar Friedhöfe. Zoo, da ist der Zoo. Das muss ich mal sehen. Das Problem ist eben, dass ich zwei verschiedene Karten habe. Und nur auf einer von beiden wird mir der Zoo angezeigt und nur auf der anderen von beiden wird mir meine Position angezeigt. Es ist ja nicht so, dass es einfach sein könnte. Nee, nee, nee. Die so. Position, da können wir gleich nochmal gucken. Mal gucken, ob wir den Zoo hier finden. Ich hab öffnen. Also. Da hinten ist der Fluss. Ist hier da. Parma. Bitte einmal rausnehmen. Den schließen. Du hast auch keine übereinstimmenden Spots. Wo ist er denn? Wo fliegt er? Da fliegt er. Naja. Übereinstimmenden Spots. Hier unten ist irgendwas, was so ein bisschen aussehen könnte. Brooklyn. Parkdrive. Hier ist der. Das sieht aus wie ein Zoo hier. Das sah eben aus wie ein Zoo, wo wir rüber weggeflogen sind. Kann das sein? Nee, doch. Cleveland, da ist er ja. Da sind wir, glaube ich, gerade drüber weggeflogen. Ja, ne? Ja, eben. Ich meine, ich drehe nochmal rüber weg. Da waren so Pavillons und so kleine Flächen. Vielleicht war das der Zoo gerade. Ja. Das war der Zoo. Wir drehen nochmal rüber weg. Wir drehen nochmal und versuchen das Ganze noch einmal. Mal gucken, wo du jetzt kommst. Wo du jetzt kommst. Ich kenne ihn. Du drehst, du drehst. Praktisch wieder auf Downtown zu. Ja, warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus. So. Jetzt ein bisschen weiter drehen. Ja, ich drehe noch weiter. Du hast ja die Kartenposition, die Angabe hast du ja. Ja. Warte. Jetzt fliegen wir praktisch drauf zu. Jetzt fliegen wir drauf also, zu. Also wenn du noch ein bisschen drehst und dann... Noch ein bisschen drehen. Ja. Jetzt da... Das hier unter uns. Das scheint links von uns. Links von uns. Das hier scheint der Zoo zu sein, wo wir jetzt gerade. Das ist der Zoo, genau. Das ist der Zoo, genau, okay. Und da hinten ist das Tigergehege. Das Tigergehege, die haben eine Tiger hier. Da, wo die Brücke die ist und dann. Ein Badezimmer. Auf der anderen Seite der Brücke ist ein Tiger im Badezimmer. Das weiß ich hier noch. So, okay. Und Eimer mit Profis, ja, da ist ja, ein Eimer. Ja, ist gar nicht mal so einfach hier. Guck mal, da haben wir den nochmal genau. Jetzt sind wir genau rüber. Ja. Jetzt sind wir genau rüber. Genau, und auf der anderen Seite, das ist hier, das ist der normale Zoo, auf der anderen Seite ist so wie Tiger. Wie heißt das Ding? Ich hab doch die Karte offen. Tiger Passage oder so. Osbo, Tiger. Eine Badewanne bitte, ja. Okay, so, ich denke mal, wir haben jetzt auf jeden Fall einige schöne Spots hier gesehen von Cleveland. Machen noch einen Bogen jetzt nochmal an der Skyline entlang. Wir folgen einfach dem Highway, den wir hier haben. Dann sehen wir auch nochmal ein paar schöne Spots. Und dann machen wir uns auf den Weg zu unserem letzten Schnitt. Auf den Weg nach Pittsburgh. Wie tief kannst du runterfliegen? Bis minus irgendwas, keine Ahnung. Bis Bodenkontakt. Bis Bodenkontakt. Aber das sieht so aus wie so eine Art Canyon hier. Das ist ja total irre. Also so. Wenn du von deiner Position, ich gucke mal, wo du bist. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Nix. Wenn du nix hast, dann ja. Nix. Ja. Nein, das ging ja sowieso lang. In der Fluss. Da ist so. Der Fluss. Okay. Da sind wir schon dran vorbei. Aber da du drehst gerade ein auf unsere Route. Ja, genau. Ich drehe jetzt wieder auf unseren nächsten Kurs rüber, damit wir jetzt wieder in Richtung. Da ist, ein gestängelter Fluss. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ja. Aber hier auf der Karte sieht es aus wie so ein Canyon. Okay. Also so ein kleiner, nicht der Grand Canyon, aber vielleicht ist das auch nur ein paar Erdhügel. Also. So. Okay, Maschine übernimmt jetzt wieder.
Dann gehen wir mal auf Kurs und machen uns auf den Weg nach Pittsburgh als nächstes. Öffne das Fenster und reihe raus. Ja. Die Beutel, die Tüten kommen noch. Ich baue noch ein. Wenn wir eine passende Tüte gefunden haben. Geek, ja, ich weiß. Wir arbeiten da noch dran, dass wir das ein bisschen optimiert kriegen. Und vor allen Dingen, ich glaube, Mirko, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie so einen besseren Anflugplan kriegen. Huck, jetzt haben wir auch noch Turbulenzen hier. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Cool. Dass wir mal einen besseren Anflugplan kriegen, wenn wir mal in die Städte reinfliegen oder so. Damit wir uns besser orientiert kriegen. Naja. So. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie man irgendwie, dass wir wirklich so einen Plan haben. Die wackelt aber ganz schön hier. Warum wackelt sie gerade? So. Weil es ist ja doof. Batterie alle. Nee, ist alles gut. Weil es ist ja echt doof, wenn du auf der einen Karte gucken musst, wo du bist, positionsmäßig, auf der anderen Karte das, hier bei uns noch gleich. Ich muss praktisch nach den Highlights gucken, die du markiert hast. Ja, genau. Versuchen irgendwie mich zu orientieren. Das ist eben so ein bisschen schwierig an der ganzen Sache. Wäre schön, wenn man das auf eine Karte. Wir arbeiten dran, wenn man das auf eine Karte machen könnte nur. Pizzaburg, genau, Römer. Pizzaburg. Achso, ich wollte noch zu Columbus fiel mir noch was ein. Erzähl. Hatte ich ja gestern vorgelesen. Ist nicht nur das Germantown sozusagen, sondern Columbus ist auch die Stadt der Kutschen gewesen. Ah, okay. Weil, ne, Ende des 19. Jahrhunderts besaß die Stadt mehr als 20 Firmen, die Kutschen produzierten. Oh, okay. So dass ein Sechstel aller weltweit produzierten Kutschen aus Columbus stammen. Witzig. Deswegen trägt die Stadt auch den Beinamen Buggy Capital of the World. Ja, das ist so, ne? Wissen, was man durchaus gebrauchen könnte, wenn man irgendwann mal bei dem Jauch auf dem Stuhl sitzt. Ja. Ne? Da stell dir Frage. Jetzt lacht man auch drüber, aber der Moment kann kommen und dann ist einem das vielleicht, wer weiß, wie viele Euros wert. So, tatsächlich ein bisschen windig hier an der Höhe. Aber ihr seid ja noch alle angeschnallt, von daher. Nee. Was? Alles gut. Ich hab die haben mich abgeschnallt. Ich hab schon Bescheid gegeben. Aha. Und was ist, wenn wir Turbulenzen haben, hä? Ja. So, auf jeden Fall, wir sind wieder auf Kurs. Machen uns jetzt auf den nächsten Weg. Wir verlassen jetzt gerade die Region Cleveland. Fliegen jetzt nach südöstlicher Richtung. Aber Stefan weiß ja, wie die Teams heißen in Pittsburgh, ne? Das ist ja eine Frage für. Wieso? Was mache ich für euch alle? Marius, was habe ich schon wieder verpasst? Stefan, du magst das Team gar nicht. Ah, okay. Nee, Stefan mag die Teams nicht. Also, das ist ein Reizthema für ihn. Ja, grrr. Geek, wo kriegst aber du sowas schon geboten? Wenn, dann kriegst du das alles aus erster Hand und aus nächster Nähe betrachtet. So, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder auf dem Weg. Gerade links von uns hier vorne ist wieder ein kleiner Stadt, der heißt Aurora. Mirko, hattest du sowas nicht in der Art auch schon mal letztens gesucht gehabt irgendwie? Aurora? Das haben wir gefunden. Das war das Aurora in der Nähe von Chicago. Da war es ein Stadtteil, lustigerweise. Da war es ein Stadtteil. Ja, es gibt die weitergehende Route, haben wir ja auch schon überlegt gestern. Da gibt es auch eine Stadt, die heißt St. Mary's. Ach so, ja. Oh, Golfplatz. Ja. Golfplatz-Alarm. Hier unten ist ein Golfplatz. Wieder Golfplatz. Ach, zu Jauch auf dem Stuhl. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Wobei, ich kenne jemanden, der ist tatsächlich beim Jauch schon auf dem Stuhl gewesen. Einer aus Ausbildungszeiten war da gewesen. Das ist aber schon lange her. 10 Jahre. Ich weiß aber nicht genau, wie viel er gemacht hat. Aber ein paar Euro sind zusammengekommen. Mary ist da!
kurz rein. Na ja. Genau. Die hatten nur St. Mary's gehört, da kamen sie schon. Wahrscheinlich, das ist einen Namen genannt. Man muss dreimal den Namen im Spiegel sagen, dann Mary Kronos, Mary Kronos, da kommt sie. Also man darf sich doch abschnallen, sobald man Reisehöhe erreicht hat. War auf jeden Fall so, als ich geflogen bin. Ja, ich weiß nicht, wie das hier aussieht, weil wir haben ja nur eine gewisse Reisehöhe. Guck mal, hier unten ist übrigens noch ein Golfplatz. Ah, guckst du, hier, da sind sie. Jetzt sind alle Golfplätze hier. Da ist ein schöner Golfplatz. Also, von daher. Jetzt holen wir sie alle nach. Vorhin gab es keine. Und jetzt kriegen wir sie alle rein hintereinander. Alle am Schnürchen, am Stück hintereinander. Also, wir fliegen ja nach Pittsburgh und ich fange schon mal an mit den Filmen, die in Pittsburgh und Umgebung gedreht wurden. Oh, oh, ja, okay. Eine ganze Menge. Und zwar 1968 angefangen, Die Nacht der lebenden Toten. Okay. Von Romero. Dann Schlappschuss. Ist, glaube ich, ein Eishockeyfilm oder so. Die durch die Hölle gehen. Flashdance, okay. Wurde auch in Pittsburgh gedreht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Murmel. Okay. Tödliche Nähe wurde in Pittsburgh gedreht. Sudden Death. Dogma wurde in Pittsburgh gedreht. Inspector Gadget. Die Wonder Boys. Dann die Serie Queer as Folk. Und der Film Pittsburgh wurde in Pittsburgh gedreht. Wo auch sonst? ja. Okay, na dann. Und was haben wir hier noch? The Dark Knight Rises wurde auch in Pittsburgh gedreht. Jack Reacher. Aber das spielt doch in Gotham City. Ja, nee, das ist Pittsburgh. Ach so. War mir gar nicht bekannt, dass so viele Filme, also ne, vor allen Dingen auch Murmeltier, waren wir jetzt nicht hier. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oder Nacht der lebenden Toten. Und ich weiß aber nicht, was er jetzt gegen die Pinguine hat. Aber naja. So, was hatte ich jetzt eben hier noch gelesen? Ex-Nachbarin und Anwältin, die ging mit 0 Euro nach Hause. Ja, kann durchaus vorkommen. Kann durchaus vorkommen. Justa, sag mal, hast du einen automatischen Golfplatzfinder? Nein, das sind ja tatsächlich so viele Golfplätze. Deswegen machen wir uns ja, ne, amüsieren wir uns ja darüber. Jedes Mal hier alle paar Meter weiter finden wir einen Golfplatz. Das stimmt. Aber die Namen der Teams sind schon richtig genial. Also, wird schon echt gut. Pittsburgh Steelers. Steelers? Steelers. Also Stil von Stielen? Ja. Ich weiß es nicht. Oh, von nee, Stahl. Von Stahl eher, würde ich sagen. Stil, wie Stil. Wie Stählernen. Naja. I see. Ach, sonst wäre es ja auch Pit Thieves. Und ich weiß gar nicht, im Major League Baseball Penguins verbindet man unbedingt mit Pirate. Eishockey, okay. Jetzt habe ich Penguins noch nie gehört. Aber das hat vielleicht Penguins? Einfach damit zu tun. Nee, Achso, Penguins heißt das. Ah, vertippt alles. Ja, Pinguine, ja, klar. Ja, ja, gut, dann ergibt es Sinn. Ne? Und die Pirates, okay. Pittsburgh. Ach, da ja, Aftershow, okay. Nicht diese Penguins, ja, okay, alles gut. Die Pinguine. Und du siehst, kaum fliegst du mal so 5 Meter raus aus der Stadt, schon grüne Landschaft, Natur pur, alles wieder seine gewohnte Umgebung. Ich meine, gut, sie haben hier auch vereinzelt natürlich wieder ihre Flächen, ihre Grünanlagen, ne, nicht Grünanlagen, aber ihre Felder und sowas halt alles, ne? Aber es hält sich alles im Rahmen. Ist nicht so wie in Deutschland, wo du praktisch gefühlt entweder nur Stadtgebiet hast oder Ackerland. Jedenfalls kommt es mir hier so in unserer Umgebung vor. Alles wieder grün. Ja, alles so schön grün. Das stimmt. Jeff Goldblum. Was ist mit dem? Kommt aus Pittsburgh. Ach, schau an.
Zachary Quinto ist auch in Pittsburgh geboren. Ja, Mensch, die Welt ist aber auch ein Dorf, ne? Unglaublich. So, was haben wir denn hier Schönes jetzt als Nächstes? Das ist der Berlin Lake. Guck an, Berlin Lake unter uns. Kleines Gebiet hier. Mal drauf gucken. Halt, falsche Taste. Da. Mal gucken hier. Oh, ein kleiner Lake. Oh, verhältnismäßig. Kleines Dörfchen, das keinen Namen hat. So, der nächste Ort, den wir gleich überfliegen werden, ist Salem. Ja, da gibt es ja auch so etliche von uns. Da gibt es ja, glaube ich, auch etliche von. Und ein anderer Ort, noch kleiner, ist dann Washingtonville. Es gibt noch ein Salem in Massachusetts. Kommt gut an euer Ziel. Nachti, Nomencano, schön, dass du reingeschaut hast. Mach's gut, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Und in Ohio. Echt, ist das Salem? Ja, da fliegen wir gleich dran vorbei. Ist noch ein bisschen hin. Okay, da muss ich mal gucken, ob das das auch ist aus den Brennen muss Salem. Ach. Auch eine interessante Kameraansicht hier. Nein, King Salem, Salem ist das bei Massachusetts. Meine okay, ich. Alles okay. Klar. Ich wollte gerade sagen, wenn er schon in Maine wohnt, dann wird das auch da liegen. Salem's Lot, der Film. Du, das kann ich dir nicht sagen. Wir sind halt jetzt in Ohio und dort gibt es ein Salem. Was wollt ihr? Das Salem in Massachusetts ist berühmt für die Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert. Okay. Ja, das stimmt, genau. Und Salem Slot spielt. Ah, okay. Spielt auch da. Mhm. Genau, der Film. Brennen muss Salem auf Deutsch. Salem Slot, ja. Gucken jetzt mal eben rüber. Kleinen Moment. Schauen wir eben mal rein. Halt, die wollte ich nicht. Da. Dort ist der besagte Ort. Im Verhältnis gesehen groß, ja, aber für amerikanische Verhältnisse ein kleines verträumtes Nest. Straßen, ein paar Häuser, ganz wichtig, sie haben einen Walmart. Und was sind auch noch so diese typischen Klischees, die da haben, ist ein Dunkin' Donuts, ein McDonald's, ein Burger King, ein Wendy's, Daisy's Diner. Alles, was man so braucht. The Crucible? Crucible? KFC! Aftershow, du hast recht. KFC, wie konnte ich KFC vergessen? KFC! Total. Absolut richtig. Und ich ärgere so mich geil. So, dass wir auch über die Jahre hinweg immer noch bei uns in der Stadt kein KFC haben. Ich weiß. Klischee hin, Klischee her. Alles böse, alles schlecht, ich weiß. Aber es schmeckt so gut. Ich liebe KFC. Nee. Eben nicht, brauche ich nicht. Nee, ich unbedingt. Ich tausche also, alles andere, aber KFC. Stefan kann das auch im Chat noch schreiben. Brauchen wir nicht. Also wir waren bei KFC. Ich mag KFC. Wären wir mal lieber zur Pizza Hut gegangen. Gut, es gibt natürlich qualitative Unterschiede, je nachdem, wo man ist. Aber die, die ich so in Erinnerung habe, die waren toll. Ne, also, da wo wir nach Köln waren. Ich liebe KFC, siehste. Jawohl. Ha 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 ha.
Na siehst du, bin die schon okay. Haben keine Ahnung. Vampirchen bei KFC war ich noch nie. Okay. Ich, Vampirchen ich auch vorher noch nie und ich war noch einmal da. Da kam man gerade aus Köln von dieser Convention, die wir hier auch schon im Stream gesehen haben. Und ich muss sagen, ich gebe Finn recht, ich fand es auch nicht so prall. Also es war irgendwie, ja, man konnte es essen. Aber genau, Community-Treffen bei KFC, genau. Aber Dunkin' Donuts, da war ich schon. Dunkin' Donuts war ich Berlin Bahnhof Zoo, glaube ich. Dahinter am Bahnhof Zoo, da ist ein Dunkin' Donut gewesen. Da sind wir extra nach Berlin gefahren, um zu den Dunkin' Donuts zu gehen. Ja, ist doch so, Aftershow, du hast recht. Ja, wir haben alle keine Ahnung. Ausgesprochen sekrusibel. Behandelt Hexenverfolgung damals in Salem. Ist ein Stück von Arthur Miller. Ah, okay. Bei Donuts lieber die kleinen privaten Hütten. Ja, okay. Also, wir haben auch, also das klar, logisch, wir haben die sämtlichen amerikanischen, kanadischen Franchise mitgenommen. Und da gehörte natürlich eben unter anderem halt KFC dazu, da gehörte Wendy's dazu. Gibt es ja leider hier nicht. A&W war auch immer ganz weit vorne. A&W ist eben auch so eine Burgerkette, ähnlich wie McDonald's. Nur mit dem Unterschied, dass die dort keine Cola verkaufen oder auch keine Pepsi verkaufen, sondern die haben halt ihr klassisches Root Beer. Und die Getränke, die du da kriegst, die kriegst du halt nicht in einem Pappbecher, sondern wenn du da direkt vor Ort bleibst und isst, kriegst du die in einem Glas humpen, ne? Richtiges, wie so ein Bierglas, so ein richtig schweres. Und die Dinger sind gekühlt, was im Sommer sehr geil ist. Du kriegst also kein Eis rein, sondern die Gläser selbst sind eisgekühlt. Und da kriegst du halt dann eben dein Getränk deiner Wahl rein. Und wir haben immer Rootbier getrunken. Und das ist vom Geschmack her etwas, das kann man nur ganz schwer beschreiben. Ist halt ein Softgetränk, schmeckt aber super lecker, wenn man es mag. Und man muss sich eben erstmal dran gewöhnen. Aber für die, denen es gefällt, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. So, so langsam aber sicher kommen wir in die Reichweite von Pittsburgh. Und wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken, ob wir vor uns hier in irgendeiner Form schon so langsam etwas sehen. Noch ist es relativ grün, was ja schön ist. Aber wir fliegen noch ein bisschen geradeaus weiter. Lustigerweise überqueren wir diesmal zuerst den Flughafen und kommen dann zur Stadt. Aber wir wollen uns natürlich noch mal die Stadt angucken. Pittsburgh ist tatsächlich noch auf dem Weg, liegt das vor uns. Und dann machen wir natürlich gleich noch einen Bogen und gucken rüber weg. Ganz früher gab es Horseshoe Burgerkette. Ja, okay. Rootbeer Quark sagt, I like it. Römer. Ja, also Rootbeer ist wirklich lecker, aber es schmeckt wirklich nur, wenn es kalt ist und es muss halt eben Kohlensäure haben. Ne? Wenn es schon länger stand oder so und in der Sonne im Zweifelsfall, kannst du vergessen. Ist natürlich wie Cola und andere Sachen auch, aber Rootbeer schmeckt richtig gut, wenn es kalt ist. Und ansonsten, was haben wir da drüben noch getrunken? Dr. Pepper haben wir viel getrunken. Ist ja da drüben auch ein bisschen verbreiteter als hier. Und oh, was gab's noch? Was haben wir noch? Robin Hood gibt es da drüben auch. Das ist da drüben so eine Art Steakhouse, kann man sich das etwa vorstellen. Auch sehr schön. Es gibt so viele Sachen, aber ich kriege sie jetzt nicht alle zusammen, was wir da noch alles gehabt haben. Das Geile ist auch, wenn man da drüben in den Malls unterwegs ist, es gibt die Food Courts. Ja, ja. Die sind hier leider noch nicht ganz so verbreitet. Was? Das sind so Food Courts. Courts, glaube ich, heißt das. Das ist ein Bereich in einer Mall,
wo praktisch ein Essensladen nach dem anderen ist. Und das sind dann eben kleine Läden einfach nur. Da kannst du nicht direkt reingehen, sondern da ist direkt die Theke vorne an der Front. Das Ding ist maximal so vielleicht 4 oder 5 Meter breit. Und dann ist gleich rechts daneben der nächste Laden. Und du bestellst, du kriegst dein Tablett, da kommen deine Sachen dann drauf, was du dann eben haben willst. Ob du Chinesisch haben willst, ob du eben einen Burger willst, Hot Dogs, alles Mögliche, was es so in der Richtung zu essen und zu denken gibt. Und wenn du deine Sachen gekauft hast, gehst du mit diesem Tablett praktisch in die Mitte des Bereichs und dort sind neutrale Sitzflächen. Und das ist sehr, sehr cool, weil so muss nicht jeder Laden für sich da irgendwie Bestuhlungen und Tische und alles Mögliche haben, sondern das ist neutrale Fläche. Auch Toiletten, das ist eben dann von den Malls aus, ne? Das ist also ein bisschen einfacher gehalten. Und was eben auch nice ist, das ist ein Treffpunkt für viele Ältere, für viele Senioren. Die sitzen tatsächlich da und spielen Schach. Also es sind ganz viele da, die haben teilweise auf den Tischen sind richtig Schachbretter schon eingearbeitet und die sitzen da und dann kannst du mit denen Schach spielen. Oder es gibt auch mal so ein großes Schachbrett in der Mitte hier mit den großen Figuren, kennt ihr sicherlich auch. Kennt man meistens hierzulande nur eher so aus Filmen oder so, aber das gibt es tatsächlich da drüben, sowohl in den Stadtparks als auch eben in den Malls. Also ganz viel Social Activity. Was hier irgendwie das, was du fehlt, grade, so habe ich den Eindruck zumindest. Hier ist das nicht so häufig. John, was du gerade sagtest hier auch mit den, ne, mit diesen Food Miles, nee, heißen die? Food Courts. Ja, sowas ähnliches gibt es ja, oder habe ich im Zentrum in Essen auch erlebt. Ja? Also da war so ein runder Kuppelsaal praktisch, ne? Mhm. Wie so eine Kuppel. Ja. Und ein Essensladen neben den nächsten. Und in der Mitte konnte man halt essen, ne? Ja. Man konnte sich drumherum irgendein Restaurant aussuchen, ging in die Mitte und er hat da gegessen. Ja, also ich finde das auch richtig. Aber schön. Aber hier gibt's hier auch, John, schon längst. Ja, also ich habe es hier noch nirgends groß gesehen, aber kann durchaus möglich sein. Sogar im Osten. Im Osten gibt's alles. Im Osten gibt's alles. So, Dr. Pepper, also, ja, ich mag's auch nicht. Hier unter uns sehen wir den Flughafen, wo wir dann nachher zur Landung ansetzen werden. Jetzt fliegen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Wir wollen ja nach Pittsburgh und wollen uns Pittsburgh noch ein bisschen genauer ansuchen. Das heißt, wir steuern jetzt mal auf das Zentrum also Pittsburgh, von Pittsburgh. Wie gesagt, ist so groß. Ich habe nur Downtown markiert von Pittsburgh auf der Karte. Ja, wir gehen noch ein bisschen. Also wir können einmal im Bogen drüber fliegen. Ich glaube, es gibt immer was zu entdecken. Wir gehen mal ein bisschen niedriger, dann können wir auf jeden Fall uns mal angucken, was wir hier so alles Schönes entdecken können. So, vor uns sehen wir, da ist Downtown auf jeden Fall. Ja. Da fliegen wir jetzt mal langsam aber sicher drauf sein. Zu. Ja, da sieht man schon so die ersten, da sieht man schon die ersten Gebäude jetzt. Ich folge einfach mal dem Fluss. Der links. Was macht der Simulator, John? Bisher tut er das, was er tun soll. Okay. Ja, weil hier ist natürlich, in Pittsburgh ist natürlich was los hier. Ich sehe gerade auf unserer Flymap. Ja, also hier stehen einige Maschinen am Boden, bisher am Flughafen. Ist alles gut. Es ist ein bisschen ruppelig, aber das liegt eher daran, dass wir hier so ein bisschen Wind anscheinend auch haben. Na gut, das Wackeln ist vom Piloten aus. Nee, ich mach gar nichts. Ne? Das alles. Ne? Wir sind auf Autopilot nach wie vor. Ich gebe ihm nur jetzt gerade die Richtung vor, weil wir eben also praktisch, ich stelle ihm nur eigentlich ein, er soll diesem Kurs nur folgen, den ich ihm gesagt habe. Geek! So. Geek, du kriegst jetzt dein Essen. Der Service hat ja wieder eröffnet. Sowieso schon längst. Cheeseburger wäre schön. Steht auch auf der Wunschliste. Haben wir noch nicht. Cheeseburger. Pommes haben wir. Aber Hamburger haben wir, glaube ich, ne? Nee, auch noch nicht. Bist du dir sicher? Aber wenn du es nicht gerade eingebaut hast. Ich meine, Hamburger haben wir. Warum dreht er denn jetzt? Ich gucke mal. Pommes. Warum dreht er denn jetzt nach links rüber? Also Pommes haben wir. So. Eine Pommes. Warum will er denn jetzt gucken? Ich probiere das mal hier. Weißt du, Hamburger? Burger.
Aha. Jetzt haben wir es wieder. Hat sich aus irgendeinem Grund gerade der Autopilot ausgeschaltet. So, probieren wir nochmal. Oh, er schaltet da wieder rum. Warum macht er sowas? Nee, John Hamburger haben wir nicht. Ist ja witzig, dass wir irgendeine Welle haben, dann gibt es so eine Seitenwelle und dadurch deaktiviert sich der Autopilot. So, warte mal. Lass ich ihn wieder los. Lasagne. Ja, und dann gut. Dreht er rüber, ist ja witzig. Nein, also, ich auch unsere Liste. Aus welchen Gründen auch immer meint unser Autopilot jetzt wieder rumschwimmen zu müssen, ist ja witzig. Komischerweise. Mirko, warum sagst du das? Jetzt müssen wir improvisieren. Naja, ist egal. Also, unser Autopilot hat uns gerade verlassen. Was? Fliegen wir also von Hand weiter. Oh wei, liebe Fluggäste, bitte schneiden Sie sich nochmal an. Ja, wieso? Jetzt ist es besser als vorher. Wenn ich den Autopiloten ranlasse, dann ruckelt es. So kriegst du wenigstens einigermaßen einen geraden Flug hin. So, okay, wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal Richtung Downtown. So, Cheeseburger. Also Hamburger haben wir nicht, Cheeseburger. Die sind leider geradeaus. So. Cheeseburger, mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was es hier in Pittsburgh alles Schönes gibt. Cheeseburger, nein, keine Cheeseburger. Aber du willst eine Salami-Pizza mit. Wiener Schnitzel. Ja, ich glaube, Schnitzel ist auch gerade aus. Aber Fritten gibt's halt, ne? Pommes. Ed. Wer hat das bestellt? Aftershow. Nudelauflauf, auch noch. Oh Gott, ja. Ihr habt da Ideen. Neue Sachen auf, ne? Einmal aber Pizza, Schnitzel einmal steht Pizza. Schon auf der Liste, Cheeseburger steht schon drauf, Salami-Pizza, na, das redet er hier. So, hier sehen wir jetzt das Downtown-Gebiet von Pittsburgh. Oh, vor allem, ich stelle gerade fest, hier, guck dir das mal an, hier, das, du hast so richtig ein ganz schön abschüssiges Gelände hier. Ja. Die sind da richtig schön oben. Du kannst auch rüber gucken. Ja, ne? Das ist ja richtig. Geht das mal? Oh, vor allem, es gibt sehr interessante Gebäude hier. Pizza. Das sieht auch interessant aus, das Gebäude. Und Cola. Dann fliegen wir doch mal hier ein. Ja, die haben interessante. Guck mal, du kannst den Fluss da folgen. Fliegst einmal drumherum praktisch. Ja, ich bin jetzt einmal den Fluss. Also auch zwischen dem Wolkenkratzer kannst du auch durch. Ja, das geht alles. Das geht alles. Erstmal kriege ich Vampirhündchen noch eine Cola. So. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt wieder so ein bisschen unterschiedliches Terrain. Wiener Schnitzel mit Fritten. Pass auf, ihr kriegt einfach Nuggets. Nuggets. Ist ja so ähnlich. Chicken Nuggets und Hot Dogs. Geht auch im Zweifelsfall, ne? Oh, Chicken Nuggets. Für alle. Meine Herren, guck sich das mal an, wie das hier runtergeht auf einmal. Das ist so ein, wie so ein Plateau. Ja. Und dann geht's mit einmal wusch, geht's hier richtig runter. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Brücke nach der anderen und hier, dann geht hier der was ist denn das hier? Die Interstate oder was das ist, geht hier noch rüber? Dann haben wir hier so ein ganz längliches Gebiet, das sieht aus wie so eine Skispringfläche. Da weiß ich leider nicht, was das alles so für Gebäude sind. Auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr interessant. Ne? Mit einem Pool noch vereinzelt auf dem Dach. Und dieses eine Gebäude, das sieht so aus, als wenn das so wie so eine Krone hat. Ja, das ist, warte mal, was ist denn das? Pittsburgh, muss man gucken hier, Sehenswürdigkeit. Genau, Pittsburgh hat ein Gebäude, das ist viereckig und das hat... Ja, das hat eine Krone da, das hier. Vier Türmchen sind da drauf, warte mal, wir fliegen mal rüber weg. 1, 2, 3, 4, ja. Wir fliegen da muss man gucken, wie das heißt. Bestimmten Namen. Ja, hier steht auch, bedingt durch die stark eingeschnittenen Flusstäler, ja. Der Quellflut. Und das Ohio, also ne, ja. Gibt es in Pittsburgh ähnlich wie zum Beispiel in Cincinnati isolierte Stadtteile auf höherer gelegener Ebene. Ja, das merkt man. Sie waren mit den Stadtzentren und den darunter am Ufer angesiedelten Eisen- und Stahlindustrie durch Standseilbahnen. Ja.
verbunden, welche vornehmlich in diesem Stadtteil wohnenden Stahlwerker und Kohlearbeiter. Was hast du denn fördert? Jetzt dieses, mit diesem einen Gebäude da am Start? Weil das überfliegen wir jetzt gerade gleich wieder. Ja, ich bin gerade wohin. Das ist dieses hier unten, wo ich nicht so richtig weiß. Das sieht aber auch glücklich aus. Also bitte, Symphonieorchester. Museum? Nein, das ist es nicht. Hier ist noch ein Museum. Nein, ist auch nicht. In die Richtung. Ach, das ist. Moment, da muss ich mal kurz gucken. Das haut mich ja echt um. Der US, das eine ist ein Stahltower und das andere, da muss ich mal gucken, da stand eine Rollkonstruktion. Nee. Also das mit den vier Türmchen oben drauf, ja, müsste der PBG, nee, PPG Place, ist ein 1984 erbauter Wolkenkratzer in Pittsburgh. Also ist das gar nicht ein, so alt. Nö, ein beliebtes Touristenziel. Okay. Er ist 194 Meter hoch und wurde von Philip Johnson entworfen. Und gehört zu Pittsburghs Plate Glass Company. Ah, ne, ja doch, der gehört das, okay. Deswegen auch PPG, okay, gut. Pittsburgh Plate, jetzt habe ich es verstanden. Inspiriert wurde das Gebäude durch den Victoria Tower in Westminster. Okay. Aber was ist denn das dann? Ist auf jeden Fall von der Höhe her oder allgemein durch diese Höhenunterschiede ist das ein ganz interessanter Aufbau hier alles. Ich habe hier noch einen Wolkenkratzer. Ja. In Downtown. Ja. Und zwar nennt sich die Cathedral of Learning. Okay. Kathedrale des Lernens, okay. Was hat es mit sich? Wie sieht er aus? Achso, der steht nicht in Downtown, sondern einige Kilometer außerhalb im Ortsrand Oakland. Aha. Ist das zweithöchste Universitätsgebäude. Okay, also ich habe jetzt eben gerade etwas überflogen, was auch ein relativ hoher Turm ist, aber wo ich nicht weiß, ob das jetzt Oakland ist oder so. Das könnte sein. Soll auch nicht weiß, wo der Ortsteil Oakland. Ach, da ist Oakland. Der ist am Fluss direkt. Warte mal, da müssen wir mal gucken, aus welcher Richtung kommen wir denn. Da müssen wir lang. Nächste Hochhäuser in Pennsylvania. Pittsburgh. Philadelphia, Pittsburgh. One Mellon Center. Warte mal, da müssen wir den 221, das müssen wir aber nicht aussehen. In Pittsburgh. Gerade nochmal, wo wir lang müssen. Warte mal, da ist. Aus der Richtung sind wir gekommen. Da ist das Gebäude. Da müssen wir praktisch da hochfliegen. Und da ist Oakmont. Ach nee, Oakmont ist da. Oakland sehe ich jetzt gerade nicht. Na, oder Oakland ist, glaube ich, auch. Hab mich vertan, glaube ich. Also. Naja, auf jeden Fall, was wir hier gerade sehen. Also. Ist auf jeden Fall im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten, durch diese Höhenunterschiede, was ich ja vorhin schon meinte, ist schon mal sehr interessant, wie da die Stadt in dieses Gelände eingearbeitet wurde halt. Ne? Also das macht schon was her. Ja. Ne, weil ich meine hier, ne, der eine Teil der Stadt, der fällt komplett nach hinten runter. Und hier Downtown genau auf diese Spitze gesetzt. Das sieht schon drollig aus. Und das größte Gebäude, was wir hier jetzt in Downtown sehen, das ist irgendwie ein dreieckiger Turm. Mhm. Scheint auch am höchsten zu sein. Gegenüber ist ein Stadion. Zwei Stadien. Ein dreieckiger Turm. Könnte das der US Steel Tower sein? Ja, der sieht so dreieckig aus. Wenn der ein weißes Dach hat. Aufs Dach kann ich jetzt nicht gucken. Ist der grau? Nee, ne? Warte mal. Das ist ein Haus und ein Wolkenkratzer. Die haben alle so irgendwie was Graues an sich. Naja, nicht, nee, nicht grau, sondern so rostfarben, der.
Ja, das könnte der sein. Aber. Ich wünsche noch einen guten Flug und keinen Taubenschlag. Ja, wir tun, was wir können. Wir sind jetzt auch nur noch am Drehen und schauen uns so ein bisschen noch Pittsburgh an. Wieso? Gehen jetzt aber auch gleich dann in den Landeanflug. Ich werde mir gleich schon mal meine Karte aufrufen, damit ich weiß, wie wir anfliegen werden. Pommes haben wir. Aber du hattest doch schon eine Pommes, Marius. Denk doch an das Gewicht des Flugzeugs. kriegst aber noch eine. Natürlich. So, gut, dann gehen wir mal wieder eine auf unseren... Eine Pommes noch für Marius und einmal die Karte rauf und runter wird er sich gewinnen. Ursprünglichen Weg. Wir gucken mal, dann wo wir hin müssen, damit wir unseren Flughafen damit hier erreichen. Okay, schauen wir das hier. Wo wir uns befinden. So. Einmal das hier. Zoomen und ein bisschen runter, weil wir müssen hier jetzt... Da sind wir. Ach, unser Flughafen ist hinter uns. Na gut, gut zu wissen. Kommen wir schneller runter. Ja, das sieht gut aus. Gut zu wissen. So, jetzt milchig. Oder wird es alkoholische Getränke? Ich weiß ja nicht. Du hast so geschrieben. Getränkekarte einmal rauf und runter. Ja, ja. Grey. So, Procedures. Grey. Na, Frequenzen. Jetzt sehen wir mal gucken, was wir hier haben. Jetzt kommen wir dazu. Jetzt kommen wir hier zu alkoholischen Sachen. Whisky. Alles. Immer die guten Sachen. Immer die guten Sachen. Wenn du sagst, alles, dann. So. Oh, ich war gut, dass ich die alle schon aufgeschrieben habe. Muss nur Copy und Paste machen. Hier. Ja. Eistee. Man muss da nicht immer alles eingeben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Carpet, da ist Pittsburgh. Einmal auf den Tower schalten. Und wir wollen eine vollständige Landung haben. Wo dürfen wir denn runtergehen? Piste 32. Na, mal gucken, wo die ist. Ja, oh wei, das wird sich wieder kilometerweit entfernen. Ach, guck mal an, die haben wir ja gar nicht mal so weit weg. Sehr schön. Limonade. Ach, vielleicht sollten wir das auch mal bestätigen. Limonade. So. Okay, also. Unser Landeanflug ist drolligerweise relativ nahe schon. Das heißt, wir gucken mal eben auf die Karte. Dann können wir nämlich sehen, wie das Ganze aussieht. Ich versuche mal eben das einzuschalten. Da könnt ihr sehen, wo wir uns gerade befinden. Hier unten, so sieht das Ganze aus. Dort unten befinden wir uns. Und da oben, hinter dem Eistee oder was auch immer das ist. Ja, genau. Dort ist schon unser Landekanal, den wir jetzt hier folgen werden. Das heißt, ich will gleich eine Kurve drehen und dann sind wir gleich wieder beim Vollen. Ich gebe jetzt auch gleich erstmal die Frequenz hier ein. Das ist die 111.3. So. Enter. Genommen. Procedures. Frequenz 111.3 transferieren. So. Und dann gehen wir von hier auf Lok 1. Okay, so. Autopilot ist eingestellt. Auf welcher Höhe soll man sein? 6000 Fuß? Was sagen wir? 6000, viel zu hoch. 4000, da sind wir ja in Ordnung soweit. Das ist okay. Wir können es ja jetzt gleich nochmal versuchen, dass wir versuchen, unseren Autopiloten klar zu machen, dass er nochmal vernünftig fliegen soll. Also, wir versuchen das nochmal. Machen nochmal alt aus und alt an und sagen ihm Autopilot übernehmen. Und das Heading soll er noch nicht nehmen. Mal sehen, was er jetzt macht. Der kippt sofort rüber. Warum auch immer.
Oh. Warum auch immer, der Autopilot, sobald ich ihn aktiviere, ja, macht er Mist. Da bin ich noch nicht so ganz schlüssig, was das soll. Ja, auf Fehlersuche gehen. Mal sehen, was das sein könnte. Ob der Jaw-Damper einen weg hat. Bank mal aus. Flight Director mal aus. So, und jetzt versuchen wir das Ganze eben noch an. Nee, mir ist das Bier nicht ausgegangen, aber ich musste mal kurz eine Pause einlegen. Nachschub holen. Wir haben ja auch noch... So, mal sehen, ob er sich jetzt wieder gefangen hat. Und jetzt das ersehnte Bier. So, okay, ich habe den Jaw-Damper mal geresettet und den Flight Director. Jetzt ist er wieder stabil in der Luft. Also das scheint tatsächlich noch ein Bug im Sim gewesen zu sein, den wir da gerade hatten. Jetzt hat er sich wieder stabilisiert. Und jetzt würde ich dann einfach mal sagen, dann richten wir doch mal die Maschine ruhig auf den Kurs aus. Mal gucken. So. Dort sind wir unterwegs. Warte mal, wo sind wir denn? Da sind wir. So, wir müssen... Zack, zack, zack. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Das heißt, wir drehen jetzt gleich 180 Grad in eine Gegenrichtung und versuchen wieder unseren Localizer zu kriegen. Vielleicht ab einer bestimmten Höhe. Nee, es ist alles gut. Das war tatsächlich ein Bug, den wir hatten. Und zwar, ich vermute, der Flight Director ist es gewesen. Der hat aus welchen Gründen auch immer einen falschen Ausgangswert wohl gehabt. Auf jeden Fall hat er jedes Mal, sobald ich ihn aktiviert habe, die Maschine zur Seite, nach links weggezogen. Keine Ahnung warum. Jetzt ist es aber wieder stabil. Mal gucken, wie lange noch. Wir drehen auf jeden Fall jetzt mal bei. Ich werde jetzt mal auf Heading drehen, Gegenkurs. Und dann gucken wir mal, dass wir unseren Anflug treffen. Drehe erstmal Richtung Norden. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Wir bleiben ruhig auch auf diesen 4000 Fuß. Das ist in Ordnung von der Höhe her. Ja. Ich würde dir gerne einen Burger spendieren, Geek, aber wir haben noch keine Burger drin, aber ich gucke mal, was ich machen muss. Das, so soll es ja nicht sein. Du sollst ja nicht leer ausgehen hier. So. Moment. Muss aber noch ein paar abgeben. So. Und los geht's. So. Dann schauen wir doch mal ganz gemütlich, wie es auf unserer Karte aussieht. So, pass auf. Jetzt gucken wir noch mal rein. Da unten kommen wir gerade angeschossen. Und wir fliegen praktisch wieder auf diesem trichterförmigen Anflugswinkel drauf zu. Und sobald wir den erreicht haben, wird sich diese kleine Nadel, die wir hier vor uns haben, Richtung Mitte bewegen zu unserem kleinen weißen Flugzeug. Und dann schalte ich den Computer so um, dass er den
Pfad folgt. Das heißt, er wird dann diese grüne Linie nach oben zentrieren, dass der Pfeil dann genau nach vorne zeigt. Und ab einem gewissen Punkt wird dann die Maschine auch automatisch in den Landemodus rübergehen. Das heißt, sie folgt dann dem Gleitpfad, den wir brauchen, damit wir auch ordnungsgemäß dann zur Landung ansetzen können und die Landebahn gut treffen werden. Das ist zumindest soweit der Plan erst einmal. Ausführung, wie das wird, werden wir gleich sehen. So, dann gucken wir noch mal eben hier. Alles schon mal soweit in die Konfiguration vorbereiten. Anflug auf Dings 4000 Fuß, da sind wir sogar gut dabei. Das funktioniert auch. So. Wie gesagt, bisher, toi toi toi. Ich wollte gerade sagen, alles gut. Aber er hält sich. Er hält sich, er hält sich. Oder nicht? Gucken, was macht er Feines? Wuppelt sich ein bisschen hier zurecht. Warum auch immer. Und es geht schon wieder los. Es ist unglaublich. Guckt sich das einer an. Jetzt muss ich wieder eingreifen, weil sonst eben die Maschine abschmiert. Es ist unglaublich. Was hier für ein Problem vorliegt, das weiß ich leider nicht. Aber immerhin, wir mussten sowieso rüberdrehen, weil wir sonst nicht auf unserem richtigen Pfad gewesen sind. Wären. Also wir sind über die Nadel rüber weggeflogen eben gerade. Habe ich nicht eben richtig aufgepasst. Na gut, zur Not, wenn alle Stricke reißen, machen wir das Ganze manuell. Wir geben dem ganzen Ding hier gleich nochmal eine Chance. Ich mache nochmal ein Reset hier. Jawdamper aus. Flight Director aus. Und dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Ich bin 4000 Fuß, das ist noch in Ordnung, aber ich muss ein bisschen weiter rüber. Machen wir das Ganze doch noch einmal. Und dort hinten sehen wir auch sogar schon unseren Flughafen. Also von daher, weit weg sind wir nicht. Weit weg sind wir nicht. So, okay Mirko, dann ich gehe jetzt in den Landeanflug. Ich habe natürlich die Außenkameras jetzt erstmal soweit wieder deaktiviert. Da blinkt was rot. Ja, das liegt daran, der Autopilot blinkt rot, weil ich eben eingegriffen habe. Ich habe ihn gerade deaktiviert. Aus dem Grund, weil er aus unerfindlichen Gründen eingegriffen hat. Also er hat nicht das gemacht, was er machen sollte. So, ich versuche es noch einmal, indem ich ihm jetzt noch ein Kommando gebe. Mal sehen, was er macht. Aber ihr seht sofort, er zieht so weit nach rechts rüber, dass er die Maschine greifen will. Und jetzt, wenn ich wieder eingreife, dadurch geht der Autopilot wieder auf deaktivieren und deswegen blinkt er rot. Also aus irgendeinem Grund, der Autopilot spinnt, wir müssen manuell landen, aber wir haben das ja schon alles mal hinbekommen. Dann landen wir das Ding eben manuell. Soll auch nicht das Problem sein. Wir sind genau auf Kurs. So soll das Ganze sein. Wir gucken drauf. Da ist unsere Karte. Läuft alles vernünftig. Gucken, ob der Tower noch irgendwas gesagt hat eben gerade. Nein, hat er nichts.
gut. Ah, guck, da kommt unsere Landebestätigung. Landefreigabe bestätigt. Da kommen wir ja richtig im Formationsflug reingeflogen. Weil RPA landet genau vor uns. Normalerweise würde es da natürlich noch so einen Mindestabstand geben. Aber das soll nicht unser Problem sein. So. Piste ist 1100 hoch. Wir sind gut dabei. Geschwindigkeit sind wir noch ein bisschen schnell, aber macht nichts. Und ein bisschen hoch, aber angesichts der Tatsache, dass unter uns so viele Bäume sind, ist das auch nicht ganz so wild. Wir haben ja Fläche. Und mit dieser kleinen Hilfekiste hier ist das nicht ganz so wild. Fleiße Übelkübel, Marius! Das wäre auch ein guter Hashtag. Ihr könnt euch schon mal passende Raid-Calls ausdenken, die ihr meint, die angemessen sind. Wir raiden heute zu jemandem, der Englisch spricht und der auch einen sehr, sehr coolen Kanal hat und auch einen sehr interessanten Flugstil an den Tag bringt. Von daher, lasst gleich liebe Grüße auf jeden Fall da. Ja. Und wir also ich war gerade... Ich... Landeanflug. Na ja, gut. So, was? Ups. Nee, ich bin gerade mal auf seinem Kanal gewesen. Momentan fliegt er nicht. Hat nur Musik an. Er hat nur Musik an, dann macht er gerade Pause. Dann macht er gerade Pause. Ich weiß nicht, wie lange die Pause geht. Ne? Das, also, vielleicht macht er gleich weiter. Okay. Weiß ich nicht. Ja, ansonsten, wenn du irgendwen hast, der gerade da passenderweise unterwegs ist, dann zur Not auch jemand anders. Vorwiegend natürlich jemand, der gerade am Fliegen ist. Ja. So, und liebe Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich mit ein bisschen huppeligem Weg, aber wir sind tatsächlich in Pittsburgh angekommen. Jetzt will ich nur mal hier gucken, dass ich hier rumkomme um die Nummer hier. Oh, wir sind gelandet, meine Damen und Herren. Dass ich hier gleich willkommen in Pittsburgh. Jetzt nehmen wir noch das Hütchen mit, kein Problem. Nehmen wir alles mit. Landegebühren sind so teuer hier, da ist das kein Wunder, ne? Da muss man eben gucken, was man rausmacht. Ja, ist nicht. Das war gerade so auf der Bahn, da hast du vollkommen recht. Da gab es eben nochmal so eine kleine Böe, beziehungsweise so eine kleine Unebenheit oder was auch immer. Auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber wir sind da, hat alles funktioniert. Was ich auch feststelle, ist, dass bei mir das Seitenruder irgendwie einen Effekt hat. Ich zeige euch das mal. Pass auf, ich nehme die Hand weg vom Steuer und ihr seht, dass das Seitenruder nach hinten, sobald ich da irgendwie ein bisschen zu viel mache, das flattert sehr. Das kann natürlich auch so ein bisschen Probleme verursachen. So. Aber sei es drum, wir sind angekommen. Es hat auf jeden Fall geklappt. Oh Mensch, hier sind aber viele Maschinen, die hier gerade stehen. Pass auf. Ach ja, jetzt sollen wir hier den Tower noch antworten. Hier, die haben auch wieder Wünsche. Da vorne ist doch mein Platz, da will ich doch hin. So, einstellen auf Boden. Und zur Parkposition rollen. Ja, mach ich doch die ganze Zeit schon. Vampirhündchen spendiert 100 Bits. Vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank. Ganz, ganz große Klasse. Muss mal zur Wartung mit dem Vogel. Ja, anscheinend. Ja. Das kann durchaus möglich sein. Aber man sieht, also er spielt immer noch Musik. Ich kann ja einfach mal, falls einer Lust hat, da reinzugucken. Guck her, ja. Na, wenn er nur Musik spielt, dann macht es ja keinen Sinn. Dann suchen wir ihn anders raus. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich kann ja schauen und viel machen. So. So. Könnte man sicher merken. ich
habe aber einen anderen gefunden. Ja, passt was? Sehr schön. Okay. Das passt, glaube ich. Ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen in der Luft. Aber der hat ja auch eine große Mission vor. Also von daher. Oh, der hat eine größere Mission vor sich? Der will eine weitere Strecke fliegen, oder was kommt alles? Washclank, bei dem waren wir ja schon mal. Der will ja mit seiner Cessna immer noch um die Welt fliegen. Oh, auch nicht schlecht. Nani, ich spiele dir da nochmal noch mal 100 Bits hinterher. Vielen lieben Dank dafür. Ganz, ganz große Klasse. Ja, liebe Leute, ihr habt's gesehen. So sieht das Ganze aus. Wir haben heute wieder eine ganz ordentliche Strecke wieder zurückgelegt gehabt. Ich zeige euch das Ganze gerne nochmal auf der Karte, wie es so zurzeit aussieht. Hier kriegt ihr nochmal unsere Fly der Community Map. Ich schalte nochmal eben rüber, sobald sie sich wieder öffnet. Hier, zack, so, jetzt haben wir sie. So sieht das Ganze aus. Ursprünglich angefangen in Deutschland, rüber nach Frankreich, nach England bzw. Großbritannien im Allgemeinen, dann Skandinavien, dann hoch nach Spitzbergen, nach Island, nach Grönland, Neufundland und Labrador, Kanada und schließlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier haben wir so einen hübschen kleinen Bogen geflogen, sind eben über Detroit, Milwaukee, Chicago, St. Louis, Indianapolis und dann nach Cincinnati. Und das hier ist die blaue Strecke, die wir heute geflogen sind. Da ging es von Cincinnati aus über Columbus, über Cleveland bis hin nach Pittsburgh. Das war unsere Strecke, die wir im heutigen Stream gemacht haben. Insgesamt sind da 297 Meilen bei zusammengekommen, die ihr natürlich alle, die sich ein Bordticket gesammelt haben, natürlich wieder gut geschrieben kriegt. Plus natürlich den ein oder anderen Boni, je nachdem, ob man Follower ist oder ob man Abonnent ist und so weiter und so weiter. Also, liebe Leute, es hat mir wieder richtig viel Spaß mit euch gemacht. Es war sehr, sehr cool. Und vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Wie gesagt, kommenden Donnerstag gibt es leider keinen Stream, weil da bin ich familiär unterwegs. Aber dafür werden wir am nächsten Dienstag wieder durchstarten. Dort geht es dann von Pittsburgh aus wieder weiter. Wir wollen ja nach wie vor unsere Bundesstaaten von Amerika abfliegen und überall zumindest mal mit dem Finger auf der Landkarte gewesen sein, beziehungsweise mit dem Flieger in der Luft. Wir werden also nicht in jedem Bundesstaat landen, sondern einfach nur jeden einfach mal besuchen. Lasst euch überraschen, wo es dann dementsprechend nächste Woche hingeht. Lieber Mirko, vielen lieben Dank fürs Mitmachen, für deine Unterstützung, für deinen wunderbaren Bordservice. Ja, ich hoffe, also wir haben wieder einige Sachen zusammengekriegt heute, ne? Zum Beispiel Lasagne, nee, was war das? Das wurde sich noch gewünscht. Wir haben hier Lasagne, Gin-Tonic, wir haben Schnitzel, wir dabei. Alles Mögliche. Ja. Und es kommen auch neue Sachen dazu. Ich habe es jetzt im Laufe der letzten Woche einfach nicht geschafft, da neue Sachen einzubauen. Aber die kommen natürlich so nach und nach. Ich muss ja natürlich immer die passenden Grafiken finden und passende Sachen dafür aufbereiten. Und dann geht das alles dann vonstatten. Ja. Weil wir wollen ja natürlich zusehen, dass wir ein sehr, sehr umfangreiches Angebot hinkriegen, egal wie groß oder wie klein dann die dementsprechende Maschine ist. Lieber Mirko, hast du jetzt jemanden? Hast du jemanden gefunden? Ich habe jetzt jemanden für den Raid. Ich bringe euch sehr schön zu Waschbank und schauen wir mal. Okay, dann richtet da ganz liebe Grüße aus, wenn wir gleich zu euch zu ihm rüberspringen mit allen. Nee, wir noch nicht starten. Ne? Warten. Wenn euch solche Sachen wie diese hier Spaß machen, dann seid ihr natürlich herzlichst dazu aufgerufen und eingeladen, diesem Kanal hier zu folgen und ihn auch gerne zu unterstützen. So wie ihr es heute am Anfang schon vom Stream gemacht habt. Ganz, ganz wunderbare Klasse. Dankeschön vielmals an dieser Stelle dafür. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen und genießt das hoffentlich sonnige Wetter auch sonst was dergleichen. Wir sehen uns halt am kommenden Dienstagabend, an nächster Woche Dienstagabend dann eben wieder. Und ja, bis dahin, macht's gut, schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Tschüss.